Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Stream. Heute programmieren wir mal wieder. Und wie man hört, ich bin ein bisschen erkältet. Deswegen weiß ich auch nicht, wie lange wir heute streamen, wie lange das mit meiner Stimme klappt. ja, aber ich wollte mal wieder was machen und deswegen bin ich hier. Ich finde auch irgendwie, dass im Land sich selber... Ja, stimmt. Und ich war beim Friseur. Gut, dass du es sagst, Mütze. Ja. Haare ab. Genau, neue Frisur. Ja, das stimmt. Ich finde es auch irgendwie witzig, wenn man erkältet ist und dann seine eigene Stimme wieder anders hört. Ist ein bisschen strange. Aber, ja, genau. Also, heute programmieren wir mal wieder ein bisschen weiter. Ich habe vor, das Feature, wie man Sachen importiert und exportiert, umzubauen, sodass TOML-Dateien benutzt werden. Und, genau, wie geht's dir, Mützchen? Alles fein? Ja, also wir werden höchstens bis so, ja, 15 Uhr ungefähr streamen, weil ich danach noch einen Termin habe. Und ich guck aber mal, wie gesagt, wie es mir so geht. Vielleicht höre ich auch vorher auf. Schauen wir mal. So, dann würde ich sagen, machen wir hier wieder dieses Soundtrack-Ding an. Da müssen wir nur mit der Lautstärke gucken. OBS, hallo. Ton. Ich glaube, das ist zu leise. Ich glaube, so geht's, oder? Geht das so von der Lautstärke her? Ja, oder könnte zu laut sein. Ich mach's einen Tick leiser. Wir sind bei 48%. Ich schieb's mal auf 35. Das sieht okay aus, oder? Gute Besserung übrigens, Dankeschön. Ja, gestern bzw. vorgestern ging es mir schlechter, da lief mir permanent die Nase. Mittlerweile ist das besser geworden. Das Einzige, was jetzt noch problematisch ist ein bisschen, ist halt, dass meine Stimme sich so anhört, wie sie sich anhört. Ich zwischendurch ein bisschen Husten habe. Naja, aber ich würde sagen, es geht bergauf. Wobei ich gar nicht weiß, ob es so eine gute Idee ist, jetzt mit dieser Stimme zu streamen. Aber naja, ein bisschen was mache ich. Mal gucken, wie viel. Ja, also dann schalten wir mal direkt drüber. Ich habe schon das Import-Export-Feature ein bisschen getestet, um zu schauen, wie das mit den TOML-Dateien funktioniert. Da benutze ich ja diese TOML-Library. Und ich habe jetzt für mich schon herausgefunden, wie man damit arbeitet. Also... die ganzen Daten, die in die TOML-Dateien geschrieben werden, die schiebe ich quasi erst in eine Map und dann wird es in die Datei geschrieben. Also wenn ich mal eine der Dateien aufmache, wo haben wir es? Temp. Ja. Ist wahrscheinlich ziemlich klein. Ah, schau mal an, man kann hier tatsächlich auch mit Steuerung reinzoomen. Ach ja, bei Java muss man ja immer alles manuell in so einem TOML-Objekt reinpacken. Muss echt nervig sein. Es geht tatsächlich, Mützchen, es geht. So, also, wie man hier sieht. Ich habe hier quasi einfach zum Test einfach mal alles exportiert, was es gibt. Und das sieht dann so aus. Also, das hier, es gibt... Ja, wie kann ich das erklären? Es gibt quasi drei Maps, die da reingepackt werden. Einmal eine Map zu dem Inhalt von diesem Anti-Cheat jetzt hier, dann eine Map für die Advanced Mods, eine Map für die Simple Mods und das wird dann alles in die Hauptmap gepackt, die dann in die Datei geschrieben wird. Und dann habe ich da halt noch ein Ding reingepackt, in was für einer Version das denn exportiert wurde. Das ist aber eigentlich nur zum Test gewesen. Also wie genau ich das wirklich implementiere, schauen wir mal. Ich glaube, Kotlin hat sogar sowas wie... Serde bei Rust und du kannst Kotlin in einem Java-Projekt problemlos nutzen. I don't know. Ich putze mir mal gerade ganz kurz die Nase. Ich glaube, dafür mache ich die Facecam kurz aus. Das Ding ist auch so ein bisschen, wenn man sich die ganze Zeit die Nase am Putzen ist, dann wird irgendwann die Nase ein bisschen wund. Das ist ein bisschen nervig, aber naja.
So, also, genau, das habe ich erklärt. Und mein, also ich kann mal gerade das raussuchen, was ich mir so aufgeschrieben habe. Moment. Also, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Meistens ist es nämlich so, wenn ich ins Bett gehe oder so, dann fallen mir noch mal ein paar Sachen ein, die ich gerne implementieren möchte. Und die schreibe ich mir dann immer auf, damit ich die nicht vergesse oder die ganze Zeit, wenn ich einschlafen will, darüber nachdenke. Deswegen habe ich mir da ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich gehe die jetzt mal kurz durch, damit ihr so auf dem Stand seid, was ich denn überhaupt vorhab. Interessant, dass die TOML-Datei von der Java-Lib so komisch eingerückt ist. Ja, das kann ich tatsächlich sagen, dass die so eingerückt werden soll. Hier, dieses Indent Values by 5. Also wenn ich das jetzt weglasse und das jetzt mal ausführe, muss ich natürlich jetzt Gradle erstmal starten. Dumm, die dumm, die dumm. Ey Daniela, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hallöchen. So, dann sagen wir hier. Okay, und jetzt Mützchen. Also, er musste dir natürlich erstmal noch schreiben, Kekwe. Auch eigentlich gut und dir, ja, ich bin ein bisschen erkältet, aber sonst geht's mir auch ganz gut. Ja. Also, es geht jetzt auch langsam bergauf. Also, vorgestern ging es mir schlechter. Und, genau. Ich weiß gar nicht, ob's. Also, ich hab's. Ja, sitzt doch viel besser. Ja, dann lassen wir das so. Also, ich hab keine Ahnung, wie dieses TOML-Formatting normalerweise ist. Ja, deswegen, keine Ahnung, Mütze. Oh, vielen lieben Dank für den Resub. Dankeschön mit Twitch Prime. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Oh, freut mich. Danke. ja, genau. Also, jetzt ist das nicht mehr so eingerückt. Dann können wir das eigentlich ganz weglassen. Ich weiß nur nicht mehr, wie das ging ohne dieses Konstrukt hier. Da muss ich mal gerade ganz kurz hier reinschauen. Nee, das ist Readen. Wo habe ich denn das Writen? Hier, Write. Also, okay. Also, da sage ich einfach nur so. Dann wieder hier hin. Plupp. Und plupp. So, okay. Ah, okay, also, ich wollte ja kurz erzählen, was ich jetzt so vorhabe. Was denn eigentlich das Ziel ist. Und das Ziel ist folgendermaßen. Momentan ist es ja so, dass wenn wir Mods exportieren, die alle in einen eigenen Ordner geschrieben werden. Da drin es eine modname.txt-Datei gibt, in der dann die Daten drin stehen. Also wenn wir das mal gerade öffnen. Ich bin bei Spaghetti essen, hab mir extra für den Stream besorgt. Nice. Ja, dann hau dir mal schön die Spaghetti rein. Ja, warum gehe ich gerade in Punkt Minecraft? Das ergibt ja gar keinen Sinn. So. Natürlich habe ich jetzt hier nichts, wo ich es dran zeigen kann, glaube ich. Doch, hier. Ah, ich hab's. Guten Hunger. Genau. Genau, also modname.txt und da drin steht dann halt der Kram so. Aber dieses Format ist natürlich nicht das Beste. Und um es mit anderen Sachen vielleicht ein bisschen kompatibler zu machen, würde ich das in TOML umschreiben. Und das Ziel ist, dass keine Textdatei mehr geschrieben wird, sondern eine TOML-Datei. Und das Gute an der TOML-Datei ist, wenn wir die lesen, dann müssen wir da nicht unseren eigenen Parser irgendwie bauen, um da die ganzen Dateien rauszulesen, sondern wir können die TOML-Library dafür einfach benutzen. Und die gute Sache daran ist, dass wir dann nicht für jeden einzelnen Mod eine eigene TOML-Datei brauchen, sondern wir diese ganzen Mods in eine TOML-Datei reinschieben können. Und man dann nicht mehrere Dateien braucht, sondern alles aus einer Datei importieren kann. Wobei ich dabei es auch so mache, dass dieses Feature quasi nur dann benutzt wird, wenn man einen Restore-Point erstellt.
Oder wenn man ein Modpack erstellt. Das ist nämlich auch eine Sache, die ich vorhabe. Man soll mit dem Tool Modpacks erstellen können und die dann ganz einfach importieren können. Ich meine, man kann ja momentan die Mods einzeln importieren, aber es ist so, dass die ja dann wieder alle in einer Einzeldatei sind und es manchmal sein kann, dass wenn man jetzt zum Beispiel einen Publisher hinzufügt, dann entwickeln wir beide Tools, mit denen man das Modpack erstellen kann. ja, also das Modpack erstellen hätte ich tatsächlich jetzt hier auch reingebaut. Und zwar, dass man sagen kann, welche von den installierten Mods man da reinschieben will. Und dadurch erstellt das Mod-Tool, also das, ne, Tool dann das Modpack. Und ich habe auch vor, dass man bei dem Modpack sagen kann, welchen Mod man vielleicht dann entfernen möchte. Also, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn das Spiel standardmäßig das Genre Action hinzufügt, du aber in deinem Modpack nicht willst, dass es diese Action-Genre noch gibt, dann würde ich ein Feature einbauen. Wartet mal. Was war ich gerade am Erzählen? Genau, und das ist, ein Feature gibt, mit dem man dann existierende Sachen entfernen kann, wenn die irgendwie nicht kompatibel sind, weil das ja nicht so das Problem ist. Aber es gibt zum Beispiel Mods, die neue Genres hinzufügen und quasi existierende aufteilen und dann würde es keinen Sinn ergeben, wenn es das existierende Genre noch gibt. Gibt das Sinn? Ich weiß es nicht. ja, also, genau, dann ich glaube, ich gehe einfach mal. Hey, darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 20. Ich weiß, ich sehe viel jünger aus, aber hey. Hallo übrigens. Ja, also, oh, gerade gelesen, dass es von Life Strange eine TV-Serie geben soll, aber noch kein Release-Date das. Ach krass, das wusste ich auch noch nicht. Cool fürs Sagen. Nice. Das stelle ich mir ziemlich interessant vor. Cool. Die Frage ist halt, wo das dann laufen wird. Mal gucken, vielleicht ist das eine Netflix-Serie, das wäre irgendwie witzig. Ja, also, die Imports werden aufgeteilt, das heißt, es gibt normale Imports, Modpacks und den Restore-Point. Und dann die Modpacks können über ein eigenes Menü installiert oder entfernt werden. Das stelle ich mir dann so ein bisschen vor, dass wenn man das Tool startet, der eine Liste aus dem Internet runterlädt mit den Modpacks, die es gerade gibt. Und dann kann man von dieser Liste auswählen, was für ein Modpack man jetzt mit rein installieren will. Ich weiß nur noch nicht ganz, wie ich das implementieren werde. Wahrscheinlich als Liste, wo dann die Modpack-Namen angezeigt werden. Ich weiß aber nicht, ob ich es hinkriegen kann, dass wenn man auf einen draufklickt, keine Ahnung, vielleicht einen Doppelklick oder so, oder einfach nur draufklickt, wie heißt das? Man rechts oder links dann, keine Ahnung, Name, Doppelpunkt, Beschreibung, Mods, bla bla bla. Liste, oh, eigener Webserver, nee, 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 nee. Also ich habe vor, das wahrscheinlich in Dropbox dann reinzupacken und diese Dropbox-Datei dann runtergeladen wird und in dieser Datei dann Download-Links zu den einzelnen Modpacks sind. Nee, also eigener Webserver, ich glaube, dafür bin ich nicht advanced genug, auf keinen Fall. Genau, in diesem Menü gibt es dann die Möglichkeit, die Mods aus dem Internet herunterzuladen, beziehungsweise die Modpacks. Dann die Modpacks. Webserver in Rust ist ganz einfach. Ich wusste, dass du wieder so etwas sagst. Achso, ich dachte, man kann dann quasi auch Modpacks hinzufügen. Wie meinst du das? Also, ja, das wird natürlich auch gehen, dass du ein Modpack, was du auf der Festplatte hast, mit reinziehst und das nicht extra in dieser Datei stehen muss. Meinst du das? Musst halt nur irgendwo hosten. Ja, ich glaube, das lassen wir erstmal lieber. So, also das Modpack besteht dann aus zwei Dateien, ja, eher aus mehreren, aber aus einer Hauptdatei, also die Modpack-Toml-Datei, wo dann die ganzen Moddaten drin stehen und dann ein Resource-Ordner, wo die Bilder drin stehen, die dann mitkopiert werden und so. Und ja,
Dass du quasi so einen Hub hast, wo man Modpacks runter und hochladen kannst, wie CurseForge quasi. Ja, das wäre eigentlich ziemlich cool, aber ich habe davon absolut keine Ahnung. Also wird das, denke ich, erstmal nichts. Außerdem hätte ich auch keinen Server, wo ich sowas irgendwie drauf hosten könnte. Genau, dann der normale Export. Der läuft so ab, wie er bis jetzt auch ist. Also, dass es pro Mod eine Tomme-Datei gibt und dann einen eigenen Resource-Ordner und dann ist das quasi fertig. Und der Restore-Point, der läuft dann auch über eine Tomme-Datei ab, quasi wie ein Modpack, nur ohne dass da dann halt drin steht, dass es ein Modpack ist. Dass du quasi so einen Hub hast, wo man Mod. Also, das habe ich schon gelesen. Vielleicht trinke ich mal was. Ja. Genau, dann bei der Importfunktion wird es so sein, dass es für alle Sachen, die man importiert, eine Funktion gibt, aber man, wenn man die Funktion aufruft, bei Curse ziehe ich mir immer Minecraft-Mods. Ja, genau. Ich auch. Und da gibt es ja auch Modpacks und so, das ist eigentlich ziemlich nice. Und was wollte ich jetzt sagen? Genau, und dann gibt es einen Parameter, wo man sagen kann, wonach der denn jetzt suchen soll, also was der importieren soll. Und bei dem Import wird es fortan so sein. Stimmt, oder mit Technik-Launcher? Ah, Technik-Launcher benutze ich nicht. Ich benutze tatsächlich Multi-MC. Das würde ich dir auch empfehlen, das ist ziemlich cool. Da kannst du tatsächlich, wenn du eine neue Instanz hinzufügst, direkt sagen, dass du ein Modpack von Curse installieren willst. Das ist ziemlich nice. Also ich würde dir Multi-MC auf jeden Fall empfehlen. Genau, wie Mützchen sagt, Multi-MC for the win. Und genau. Ja, was ich gerade sagen wollte. Wenn man dann Mods importiert, werden alle Dateien, die mit Punkt Tommel enden. Was ist ein Modpack? Was genau machst du da eigentlich? Ja, also was ich eigentlich mache, ist, ich programmiere ein Modtool für Mad Games Tycoon 2. Mad Games Tycoon 2 ist ein Spiel, wo man seine eigene Spielentwicklungsfirma aufbaut. Eigene Spiele released, eigene Plattform erstellen kann und so weiter. Und da ist es standardmäßig so, dass es, keine Ahnung, sagen wir 50 Plattformen gibt oder 50 Themen und man aber sein eigenes Thema hinzufügen will. Also wenn jetzt zum Beispiel das Thema Programmieren nicht dabei ist, dann kannst du jetzt mit diesem Modtool dieses Programmieren-Thema hinzufügen und dann ein Spiel erstellen, was Programmieren als Thema hat. Basically. Und dein Modpack würde quasi diese einzelnen Mods zusammenfassen, sodass man die gebündelt zu seinem Spiel hinzufügen kann, quasi. Das geht jetzt basically auch, aber ich möchte das ein bisschen verbessern, quasi. Ja. Genau. Also, wenn man importiert, werden alle .tomme-Dateien gelesen. Okay, danke. Kein Problem, gerne. Also, wenn man dann nach zu importierenden Mods sucht, werden alle Mods, beziehungsweise alle Sachen, die mit .toml enden, erstmal zu einer Liste hinzugefügt mit potenziellen Sachen, die importiert werden können. Und dann wird geschaut, ob diese .toml-Datei denn eigentlich ein Mod ist. Das heißt, ich werde wahrscheinlich in die .toml-Datei irgendein Feld reinschreiben, was dann explizit sagt, hey, ich bin ein Mod für das Mod-Tool. Und wenn das nicht existiert, dann wird die Datei einfach beiseite geschoben und damit wird nichts weiter gemacht. Und wenn das gefunden wurde, dann ja, quasi wird weitergemacht und dann wird das importiert. Dann diese ganzen Sachen, die ich jetzt erzählt habe, die heißen quasi, dass ich, wann war das? Dass ich quasi diese ganze Klasse hier neu schreiben darf. Zumindest gefühlsmäßig. Ich glaube schon, dass ich hier quasi alles weglöschen kann und dann neu machen kann, weil sich einfach so viel verändern wird, dass ich nicht glaube, dass ich davon noch viel behalten werde. Oder anders gesagt, dass es leichter für mich ist, wenn ich die Funktion einfach neu schreibe, als dass ich die vorhandene Funktion so umbaue, dass es geht. Genau.
Dann, ja, genau. Dann wird es fortan so sein. Es ist so, dass manche Mods auf anderen Mods aufbauen. Also, man hat zum Beispiel einen Publisher, der irgendein Genre als Spezialgenre hat. Und wenn ich jetzt selber einen neuen Publisher hinzufüge und ein neues Genre und dann nur den Publisher hinzufüge, aber das neue Genre nicht, dann sagt das Spiel, ey, das Genre fehlt, ich starte nicht. Und diese Problematik soll dadurch behoben werden, dass beim Import geguckt wird, ob da irgendein Mod ist, der fehlt. Und wenn der fehlt, wird es entweder so sein, dass der Nutzer sagen kann, ich möchte den jetzt mit dem ersetzen, oder dass das Programm selber sagt, beziehungsweise selber durch Zufallprinzip da was Eigenes reinpackt. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also, das mit dem Nutzer entscheiden lassen, das kann vielleicht ein bisschen nervig sein, wenn ziemlich viele Mods fehlen. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich implementiere. Ich habe mich schon darüber lustig gemacht, wie du dich immer beschwerst, dass ich in meinem Code keine Tests habe, obwohl ich mich da bessere, obwohl du in deinem 12.000 Zeilen Projekt genau null Tests hast. Ja, Mützchen, aber das. Ich kann dir kurz was zeigen. Ich glaube hier. So, guck mal. Siehst du, was da steht? Kannst du lesen, Mützchen? Also, das habe ich tatsächlich geplant. Und der Grund, warum ich das noch nicht gemacht habe, ist, dass ich einfach keinen Plan hatte, er hat eine Zeile To-Do geschrieben. Ja, das Ding ist, ich hatte beziehungsweise habe immer noch keinen Plan, wie man in Java beziehungsweise in Gradle Tests schreibt. Und das will ich dann machen. Wenn ich es mir angeschaut habe, ist es wahrscheinlich gar nicht so schwer. Aber das mache ich dann und ich möchte vorher erstmal das hinkriegen, was ich jetzt vorhab. Genau. Dann gehen wir wieder hier hin. Genau, also die Konflikte sollen beim Import direkt behoben werden. Beziehungsweise, ja doch, eigentlich behoben werden. Dann habe ich mir hier irgendwie aufgeschrieben, um das zu implementieren, könnte es eine neue Funktion im Abstract Base Mod geben. Und dann habe ich mir, nur ob die Liste auch umgesetzt wird, das ist was anderes. Ja, genau. Das ist wirklich eine Sache. Ich habe zum Beispiel, wenn wir noch mal in die To-Do-Liste gehen, das hier habe ich tatsächlich jetzt gemacht. Das könnte ich tatsächlich jetzt sogar rauslöschen. Hier. Ich weiß nicht, wie lange das hier schon steht. Ich glaube, das steht da bestimmt schon seit 4 Monaten. Aber irgendwie habe ich keine Lust, dieses ganze Add-Genre-Ding neu zu schreiben. Deswegen lasse ich das da einfach drin stehen und mach's vielleicht dann irgendwann mal. Aber Mützchen, ich verspreche dir, dass ich da Tests einbauen werde. Ich weiß nicht wann, aber irgendwann in meinem Leben werden da noch Tests reinkommen. Wie an manchen Zeilen To-Do steht, an anderen Slash-Slash-To-Do und an manchen sogar Slash-To-Do. Ja. Kein Kommentar. Ja, genau. Dann habe ich mir hier sogar aufgeschrieben, dass ich vorhabe, Sachen zu machen, die mit der Comment Line funktionieren sollen. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Keine Ahnung, wenn ich da wirklich dann mal den Mut aufbringe, das tatsächlich anzugehen. Ich kann mir vorstellen, dass ich das vielleicht irgendwann mal mache. Aber viele der Sachen sind auch Ideen, die vielleicht irgendwie mal aufkommen und die man vielleicht dann mal machen kann, wenn man wirklich keine Ahnung mehr hat, was man sonst machen soll. Dann habe ich hier irgendwie, stimmt, das war das gerade, was ich erzählt habe. Vielleicht gibt es dann eine neue Funktion im Abstract Base Mod, die dann irgendwie heißt, Public Abstract Base Mod, Get Required Mods oder so. Und dann gibt das eine Liste zurück an den Mods, die der Mod vorher abchecken muss. Keine Ahnung, das ist einfach nur so kurz vorm Einschlafen aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Und
Ja, mal gucken, ob ich da dann wirklich irgendwie sowas einbaue. Das schauen wir dann mal. Dependencies, also ja, quasi Dependencies. Ja, könnte man quasi so sagen. Dann habe ich hier auch irgendwie aufgeschrieben, dass sein Mod auf einem anderen Mod aufbaut, wird in die Export-Toml geschrieben. Ja klar, also das ergibt ja irgendwie Sinn, dass man dann bei einem Mod vielleicht drinstehen hat, Required Mods, und dann eine Liste an Mods, die benötigt werden. Stimmt, das ist eigentlich richtig Big Brain, das so zu machen. Ja, schaut mal, dann haben wir wieder etwas Neues herausgefunden. Dann habe ich hier auch aufgeschrieben, alle verschiedenen Exporttypen werden über eine Funktion aufgerufen. Das Schreiben der Datei wird dann auch in dieser Funktion gemacht und nicht mehr in der Abstract Advanced Mod oder Abstract Simple Mod Klasse. Das ist dann quasi das, was ich heute probiere anzugehen. Nämlich ist es aktuell so. Ich gehe mal lieber hier rein. Hier. Also das hier ist quasi die Exportfunktion für die Advanced Mods. Und wie man hier drin sieht, bw.write, bw.write, bw.close, bla bla bla. Also das hier würde quasi die Sachen in die Datei schreiben. Und ich habe vor, dass das Dateischreiben mit in die Funktion gepackt wird, wo Entschuldigung. Wo das Export quasi aufgerufen wird. Ergibt das Sinn? Keine Ahnung. bla bla bla, genau. Dann habe ich hier noch aufgeschrieben. Da muss ich dann schauen, was für neue Funktionen ich in die Abstract Mod Klasse. Ja, genau, das ergibt Sinn. Also dann muss ich ja gucken, dass wenn ich dieses Export-Mod-Ding hier nicht mehr drin habe. Oh, tut mir leid. Ja, Mützchen. Mützchen, ich kann das erklären. Ich kann das erklären. Und zwar liegt das daran. Ich habe es probiert mit System.getPropertyLine.Separator, aber oh, ich muss schon wieder. Dann ist es so, dass wenn die Datei geschrieben wird. Nein, Mützchen, das geht nicht. Ich kann dir erklären, warum es nicht geht. Wenn ich dann nämlich die Datei schreibe, dann in Linux, wir sprechen jetzt von Linux, wenn ich die Datei dann in Linux schreibe, dann kommt natürlich an das Ende der Zeile Backslash N. Weil das ist der Line-Separator von Linux. Wenn ich dann die Datei in einem Texteditor öffne, steht da Unix-Dateiformat irgendwie oder Unix-Zeilenumbruch. Und MadGames Tycoon kann nicht diese Unix-Dateien lesen. Deswegen musste ich extra dieses Backslash R Backslash N da reinschreiben, damit die Dateien auch in Windows, auch in Linux in Windows-Format geschrieben werden, damit MadGames Tycoon das lesen kann. Also, ich hätte es mit System.getProperty gemacht oder einfach Backslash N, aber es geht leider in MadGames Tycoon nicht. Deswegen musste ich mir behelfen und das so machen. Tut mir leid. Genau, dann habe ich hier irgendwie geschrieben, wahrscheinlich eine Funktion, die mir zurückgibt, was ich in die Datei geschrieben habe. Weil genau, was in die Datei geschrieben wird. Also damit Backslash N nicht geht, muss man als Programmierer eines Deserializers wirklich richtig übel versagen. Keine Ahnung. Ich habe das Programm, also ich habe das Spiel MadGames Tycoon nicht programmiert. Ich kann nur sagen, wie es ist. Also ja, tut mir leid. Du kannst ja mal das Programm decompilen und schauen, ob du da irgendwas findest und das dann vielleicht als Verbesserungsvorschlag dem Entwickler einreichen. Ja. Also, dann bin ich jetzt hier mit meiner Liste durch. Und dann würden wir jetzt mal probieren, das irgendwie hinzuzufügen. Da muss man die Entwickler echt mal freundlich darauf hinweisen. Es ist nur ein Entwickler, Mützchen. Kannst ja mal im Steam-Forum nachfragen. So, okay. Das Ding ist, bevor ich den Stream angemacht habe, habe ich noch nicht wirklich einen Plan gehabt, wie ich jetzt die Sachen, die ich aufgeschrieben habe, implementieren soll. Deswegen werden wir uns da jetzt ganz professionell ein bisschen entlanghangeln und schauen, ob wir das irgendwie zusammengebastelt kriegen. Wenn du mir die Binary von dem Spiel schickst, kann ich das mal reversen. Ja, kann ich ja mal irgendwann machen. Erinnere mich mal. So, also, wir müssen in den Sharing Manager. Das Ding ist,
Das letzte Mal, als ich hier an diesem Sharing Manager rumgespielt habe, ist glaube ich schon ein bisschen her. Ich guck mal eben in Firefox in das Projekt. Hier ist garantiert C-Sharp, super blöde Sprache, super einfach zu dekompilieren. Keine Ahnung, in was für einer Programmiersprache das geschrieben wird. Ich glaube aber tatsächlich C-Sharp, weil das in Unity geschrieben ist. Schlachte mich nicht, aber ist C-Sharp nicht eine Sprache, die in Unity benutzt wird? So, dann suchen wir mal gerade kurz die Repo hier. Aha, ja. Ja, schau mal, dann endlich mal etwas, was ich weiß. Dann gehen wir mal hier hin und dann schauen wir mal, wann ich das letzte Mal da rumgespielt habe. Ist das in Jute? Ich glaube, das ist hier. Ja, 4 Tage her. Okay. Ja gut, aber Feature Request, Tool is not working under Linux, das zählt nicht. In History. Okay, 23., 21. Aber viel dran gemacht habe ich nicht. Also, wie das ganze Ding genau funktioniert, habe ich keine Ahnung mehr. Glaube ich. Deswegen ist es, glaube ich, keine schlechte Idee, wenn ich das nochmal neu schreibe. Weil ich denke, ich, seitdem ich das geschrieben habe, einige Sachen neu gelernt habe. Und ja, deswegen muss ich mal gerade ganz kurz nachdenken, wie ich das denn jetzt mache. Wollen wir das? Import all? Nee, wir brauchen als erstes auf jeden Fall die Exportfunktion. Vielleicht sollte ich einfach mal schauen, was denn aufgerufen wird, wenn man hier auf Export klickt. Dum dum dum. Runnable Export All. Sharing Manager Export All. Aha. Okay, exports all available things when the user accepts. Okay, und dann gibt es ein Boolean Export as Restore Point. Wenn man das sagt, dann wird das in einen anderen Ordner exportiert. Alles klar, okay. So groß ist die Funktion tatsächlich nicht. Was haben wir denn hier? Wir haben zuerst mal einen Confirm Dialog. Der fragt, ob das denn jetzt wirklich exportiert werden soll. Und wenn das richtig ist und gemacht werden soll, dann gibt es einen String, der sagt, was bei dem Export fehlgeschlagen ist. Und das, was die Mods exportiert, ist diese Zeile. Okay. Und die ist get export failed. Use the input exporter to export a list of entries. This function may only be called by exporter. Ist die private? Ja, ich meine, ist die private. Ich schiebe das mal ein bisschen darüber, dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Blieblablub. Da kann man doch einfach sagen, Boolean Export, File gleich Export as Restore Point, Option Pane, Show Confirm Dialog, bla bla bla. Ja, könnte man wahrscheinlich, aber ja. Können wir dann ja jetzt in Zukunft machen. Okay, also Export fällt, das exportiert mit diesem. Ah, und dieser Exporter ist, denke ich, die Exportfunktion von dem jeweiligen Mod. Das heißt also, dass wenn wir die Exportfunktion von dem Base Mod, beziehungsweise von dem Abstract Advanced Mod und Abstract Simple Mod nicht mehr benutzen wollen, beziehungsweise das umschreiben wollen, dann müssen wir das alles tatsächlich in eine neue Funktion schreiben. Und können dann jetzt eigentlich basically von vorne anfangen, weil das, was wir hier drin haben, eigentlich basically useless ist, glaube ich. Okay, also dann strengen wir mal unser Gehirn an und gucken, dass wir da etwas Schönes Neues geschrieben kriegen. Okay. Ich hole gerade ganz kurz noch mal kurz frisches Wasser.
Okay. Also, dann würde ich einfach mal anfangen, eine komplett neue Funktion zu schreiben. Und die nenne ich ganz einfach Export, weil diese Funktion für alles benutzt werden soll, was exportiert werden soll. Und da muss ich dann halt nur gucken, ja, wie mache ich das, dass einzelne Sachen exportiert werden? Ich glaube, da rufe ich dann nur die Exportfunktion von dem einzelnen Mod auf. Also wenn ich eine Exportfunktion mache, die alles machen soll, vielleicht brauche ich... Oder ich brauche tatsächlich zwei. Und in der einen Exportfunktion wird einfach alles exportiert. Und das zweite ist dann, dass man einfach nur sagen kann, dass ein bestimmter Mod exportiert werden soll. Aber eigentlich könnte man es dann quasi so machen, dass wenn man die Export-All-Funktion aufruft, nee, kann man nicht, weil die Export-All-Funktion wird alles in eine TOML-Datei schreiben und die einzelne Export-Funktion wird alles in separate Dateien schreiben. Uff. Ja, wie machen wir das? Vielleicht sollte ich als erstes mal die Export-All-Funktion, also die Export-Funktion machen, die alles exportieren wird. Und wenn ich das habe, dann kann ich mir immer noch Gedanken darüber machen, wie ich es anstellen will, dass man einzelne Mods exportiert. Vielleicht kommen wir auch auf eine Idee, wie man das anstellen kann, wenn wir die Export-All-Funktion schreiben. Oder dass man dann einen Teil davon rausnimmt oder so. Also ich nenne die jetzt einfach mal Export. Du sollst echt mal dieses if-else-Salat durch ersetzen. Ja, vor allem, guck mal, weißt du, was es hier für ein Anzeichen gibt? Hier sind keine Leerzeichen, das heißt, dass ich diese Funktion hier geschrieben habe, bevor du mir auf die Finger gehauen hast, dass ich da bitte Leerzeichen reinhauen soll. Und weißt du was? Mittlerweile nervt es mich tatsächlich selber ein bisschen, wenn da keine Leerzeichen sind. So, ich frage mich gerade, oh Gott, ja, ist dir gar nicht aufgefallen oder was? Mann, Mann, Mann. Ich frage mich gerade, ob ich hier vielleicht tatsächlich eine Mod Processing Exception throwen sollte. Das ist gut. Da habe ich es dir ja richtig antrainiert. Ich frage mich gerade, ob ich hier eine Mod Processing Exception throwen sollte. Oder ob ich das in der Funktion catchen sollte. Ich glaube, ich mache es so, dass wenn man die Export-Funktion aufruft, ein neuer Thread gestartet wird. Das heißt, wir sagen Start Mod Thread. Ah, ich habe den Pfeil vergessen. So, und den Thread nennen wir. Genau, das ist übrigens auch noch so eine Sache. Falls ihr irgendwo bei den Thread-Namen irgendetwas nicht ganz richtig Code, beziehungsweise, wie heißt das, Naming-wise ist, dann verzieht es mir bitte. Ich habe vor, das nochmal zu überarbeiten. Aber die Zeit dazu ist bis jetzt noch nicht gekommen. Ja, also, wie nennen wir den Thread? Das ist der Export-Mods-Thread. Okay, also was soll da drin gemacht werden? Wir brauchen, glaube ich, erstmal ein Enum, was sagt, als was das exportiert werden soll. Also entweder als Restore Point oder als vielleicht, was mir gerade so als Idee kommt. Vielleicht ist es tatsächlich eine gute Idee. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Bis jetzt kann ich ja sagen, dass ich Mods einzeln exportieren will. Aber ich frage mich, warum man überhaupt Mods einzeln exportieren sollte, wenn man einfach alle exportieren kann und dann den Mod halt einfach nimmt, den man gerade braucht. Ich meine, wenn man alle exportiert, dann hat man alle. Ergibt das Sinn, was ich hier gerade versuche zu erzählen? Ich weiß es nicht. Also die Frage ist,
Braucht man überhaupt eine Funktion, bei der man einzelne Mods separat voneinander exportieren kann? Oder kann ich sagen, es gibt diese Exportfunktion, wo man entweder alle als Restore Point exportieren kann oder alle normal? Ich glaube, das mache ich tatsächlich. Und wenn man die alle normal exportiert, dann ist es so, dass wenn man die alle normal exportiert, ist es so, dass alle in eine einzelne TOML-Datei geschrieben werden und nicht alles in eine. Also quasi so wie es jetzt auch ist, nur dass es keine .txt-Datei mehr ist, sondern eine .toml. Ich glaube, da versteht keiner was außer dir. Das glaube ich auch, ja. Wahrscheinlich verstehe ich das selber nicht mal, wenn ich mir den Stream nochmal angucke. Naja. Ich glaube, ich mach's tatsächlich so, dass man die nicht einzeln mehr exportieren kann. Vielleicht doch noch mal irgendwann, aber jetzt erstmal nicht. Das heißt, das, was wir jetzt hier reinschreiben, ist quasi das, was passieren soll. Das heißt, eigentlich ist es gar nicht so schwer, das jetzt zu machen. Wenn alle Mods exportiert werden sollen, dann brauchen wir. Ja. Ich glaube, ich muss erstmal die Datei erstellen. Beziehungsweise erstmal brauchen wir ein Enum, was entweder sagt, ob es ein Restore Point sein soll oder ein normaler Export. Ich weiß nicht, Mützchen. Was sagst du? Sollte ich das mit einem Enum machen oder sollte ich das mit einem Boolean machen? Ich meine, es sind zwei Werte. Enum ist wahrscheinlich schöner, oder? Andererseits muss man für jedes einzelne Enum eine neue Klasse erstellen. Also technisch gesehen muss man das nicht, aber eigentlich macht man das in Java ja schon so. Zwei Werte, Boolean reicht eigentlich. Ja, dann müsste ich den ja nennen. Also basically Export ist Restore Point zum Beispiel. Und wenn das false ist, dann ist es kein Export, kein Restore Point. Und es wird normal exportiert. Und wenn es einer ist, dann. Ja, das stimmt eigentlich. Also lassen wir das so. Das heißt, ich schreibe jetzt erstmal nur das, was passiert, wenn es ein Restore Point ist, weil wir da alles in eine Datei schreiben. Das heißt, wenn das true ist. Weg hat der hier irgendwie. Nee. Sah nur irgendwie so komisch aus. Nein. Ups. Also wenn Export ist Restore Point true ist, dann müssen wir erstmal die TOML-Datei erstellen, wo das Ganze reingeschrieben werden soll. Dafür muss ich mal gerade hier ganz kurz gucken, wie wir das gemacht haben. Ich kopiere mir einfach mal gerade den ganzen Spaß hier raus. Das meiste davon löschen wir gleich eh weg. Aber einfach damit ich hier jetzt das schon mal habe. Ich glaube, das ist basically alles. So. Das ist jetzt dann die Datei, wo das reingeschrieben werden soll. Das heißt, wir haben den TOML-Writer, wir haben die Map, die reingeschrieben werden soll, und die Datei. Die Datei, die kommt vermutlich hier hin. Nee, ich glaube, dafür habe ich sogar eine Funktion. Wie hieß die? Ah, Mod Manager Paths, genau. Ach, ich habe ja auch, dass man die Restore Points verschiebt. Das muss ich dann natürlich auch noch reinbauen. Vielleicht funktioniert das sogar dann direkt noch. Na, mal gucken. Ich muss mal gerade ganz kurz gucken, wo ist denn dieser Pfad? Der müsste. Vielleicht sollte ich mal gerade ganz kurz einen Restore Point erstellen. Zack. Dann haben wir den nämlich hier und können dahin navigieren. Ja, genau, okay, also das ist dann basically der Ordner hier. Wobei ich gar nicht. Ja, doch, eigentlich.
denke ich, brauche ich schon zwei Ordner. Einmal für die alten und einmal für den neuen. Dann ist das besser sortiert. Ja, okay. Das heißt, woran war gerade? Das hier ist richtig. Das war doch hier ein Path, oder nicht? Müsste ich da nicht sagen, Punkt Resolve? Ach so, Punkt Get Path, Punkt Resolve. Stimmt, okay. Und dann ToFile. Und das ist dann Restore Point.toml. Okay. Die Frage ist, da bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher, ob der TOML-Writer eine neue TOML-Datei erstellt, wenn die Datei nicht existiert. Und hier brauchen wir auch eine IO-Exception, die wir catchen müssen. Mischen, genau. Catch IO-Exception. Dann nehmen wir den ganzen Spaß hier. Hallo. Ah, komm, mach doch hinne. Ich glaube, dafür zoome ich mal gerade ganz kurz raus. Zack. Zack. Und zack. So, und dann, wenn eine IO-Exception gecatcht wird, wie mischen die Exception catchen? Genau, Mützchen, genau. So, also, und dann throwen wir eine New Not Processing Exception. Übergeben natürlich E als Cause. Und die nennen wir Unable to Guide-Toml. So. Bliblablub, das haben wir. Das heißt, basically würde jetzt tatsächlich schon diese Toml-Datei geschrieben werden. Warum ist das hier eigentlich grün? Ist das nicht eigentlich ausgegraut sein, wenn es nicht benutzt wird, aber egal. Technisch gesehen können wir das jetzt eigentlich schon mal testen, ob da was passiert. Ich meine, eigentlich, die Datei existiert ja gerade nicht. Das heißt, wenn TomlWriter.write die Datei nicht erstellt, müssten wir gleich eigentlich die Exception kriegen, oder? Upsa, müsste ja eigentlich so sein, ne? Das heißt, wir gehen mal hier rein, das hier klammern wir kurz aus. Und dann sagen wir SharingManager.export. True, glaube ich. So, dann schauen wir mal, was passiert. Executing Task Run, das ist schon mal schön. Und Achtung. Es gab keine Exception. Aha. Okay, das heißt, die Datei wird tatsächlich frisch erstellt. Ja, UTF-8, schön leer. Das passt. Und die Frage ist jetzt, ob, wenn wir das nochmal sagen, wird die Datei dann überschrieben? Oder wird die... Gibt es einen Fehler? Es gab keinen Fehler. Jetzt müssten wir natürlich irgendwie da gucken, dass wir irgendwie schauen können, welche das jetzt ist, ob das die Toml ist, die wir eben geschrieben haben oder die wir gerade geschrieben haben. Ah, das ergibt, glaube ich, keinen Sinn, aber egal. Um das zu testen, würde ich ganz einfach mal sagen, hier sagen wir map.put Test und das Value ist Test 1. Ich glaube, du kannst die Datei entweder im Überschreibmodus oder im Hintendranschreibmodus öffnen. Ja, die Frage ist natürlich, wie der TOML-Writer das öffnet. Also, wenn wir mal reinschauen, dann haben wir hier einen File-Output-Stream. Und ja, warte mal, wie macht denn der File-Output-Stream das?
Creates a file output stream to write to the target file represented by the specified file object. A new file descriptor object is created to represent this file connection. Du gibst den ja, ja genau, ich geb dem einen File, aber was ist, wenn das File nicht existiert? Ah, if the file exists, but is a directory, rather than a regular file, does not what? If the file exists, but it's a directory rather than a regular file, does not exist, but cannot be created or cannot be found, any other reason than a file not found. Okay, das heißt, es sieht so aus, als würde der das neu schreiben. Und wie du das File bekommst, hängt ja von dir ab. Hä? Was genau meinst du mit 10? So, und ich kopiere das jetzt einfach mal. Dann muss ich das natürlich umbenennen hier, damit das nicht doppelt ist. So, Map 2. Test 2. Okay, gucken wir mal, was passiert. Doch, ich habe jetzt keinen Knick in der Optik, dass das... Okay. Also wenn wir das jetzt öffnen und da gleich Test 2 drin steht, dann wissen wir, dass es ersetzt wird. Wenn da Test 1 und Test 2 drin steht, dann wissen wir, dass es drangehängt wird. Und wenn Test 1 drin steht, wissen wir, dass, ne? Okay, Test 2, das heißt, die Datei wird überschrieben. Bei der Write-Methode gibst du dem einen File und das File machst du. Und beim Erstellen von einem File-Object kannst du sagen, ob du das überschreiben sollst. Was? Meinst du bei TommyWriter.write? Also der überschreibt das auf jeden Fall. Das haben wir jetzt herausgefunden. Die Frage ist nur, wollen wir das? Wir wollen das nicht. Wir wollen, dass wenn die Tommy-Datei erstellt, also existiert, dass der dann das vorher in den Lagerordner verschiebt. Das heißt, wir müssen hier quasi wir müssen die Datei erstmal hier als eigene Datei sagen. File, Tommy-File gleich das hier. So, und dann Tommy-File. So, und dann müssen wir, Entschuldigung, hier sagen, if Tommy-File.exists, dann müssen wir die nämlich erstmal verschieben. Wie war das nochmal? Ich glaube, das war files.copy. Ja, da brauche ich natürlich jetzt den Path. To Path. Ist natürlich jetzt eigentlich ziemlich dumm, weil hier oben sagen wir, wir haben den Path und der soll zu einer File und hier sagen wir, dass die File zu einem Path soll. Aber naja. So, und Destination ist, wie habe ich das hier gemacht? Wo habe ich das denn in den Storage Folder verschoben? Habe ich das bei GetExportFails gemacht? Oder habe ich das tatsächlich in den einzelnen Mod-Dingern hier gemacht? Wollen wir den Abstract Advanced Mod hier? Es tut mir übrigens nochmal leid, dass meine Stimme jetzt nicht so ist, wie sie sonst. Hört sich bestimmt ein bisschen komisch an, aber naja. Nee, ist nicht hier. Wo habe ich das denn, dass das verschoben wird? Ich frage, der Moment, wenn man keine Ahnung mehr hat, wo man was macht, aber man weiß, dass man es irgendwo macht.
Ist es auf jeden Fall nicht. Da muss das irgendwo anders sein. Aber bei dem Sharing Manager hier mit dem Get Export Failed war das doch auch nicht. Dann muss das eigentlich vorher sein. Aber vorher ist das hier. Und da geht's ja dann direkt los. Wo kopiere ich das? Wo kopiere ich das? Ich glaube, dann muss ich mal gerade durchsuchen. Ich glaube, das war files.copy. Mal gucken, ob ich da vielleicht finde. Logfile, Window Main, Data Stream Helper. Nee. Was soll ist das? Ach, das ist diese komische Testtextdatei da. Ja, das ist auch nicht richtig. DataStream ist da. Nee, das hier ist meine Copy Directory Funktion, die aber eigentlich auch richtig useless ist, weil man das ja eigentlich auch mit der, glaube ich zumindest, glaubt, dass das auch mit files.copy geht, Ordner kopieren, oder? Falls nicht, dann ist die Funktion tatsächlich noch useful. Oder es gibt files.copy directory oder so. Das ist nicht, das ist nicht. Nope. 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 Das sind alles die Export-Dinger. Logfile. Das auch nicht. Das heißt also, dass ich das gar nicht so gemacht habe. Wo kopiere ich diese blöden Dinger? Habe ich vielleicht irgendwo das. Ah! Nee, Backup. Vielleicht hier? Nee, das ist Backup. Das ist Backup, das ist nicht richtig. Hier gefunden. Restore Point Helper. Ach, meine Güte. Oh, ich bin dumm. Okay. Okay, das heißt, wenn ich den Restore Point erstelle, dann rufe ich erst die Funktion auf. Okay. Ja, dann ergibt das natürlich, mehr Sinn als vorher. Okay. Ja, und dann ruft er hier irgendwo. Ja, genau. Das heißt, dass die Exportfunktion. Aber warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das gemacht? Frage ich mich gerade. Warum habe ich das Kopieren von dem Restore Point nicht in der Funktion gemacht, wo ich dann auch daran arbeite? Ich glaube, das sollte ich vielleicht tatsächlich verschieben, oder? Oder vielleicht auch nicht. Die Frage ist, sollte ich die Exports beziehungsweise den Restore Point, sollte ich den Restore Point mit in den Sharing Manager packen? Ich meine, ich habe hier eine eigene Klasse, die Restore Point Helper heißt. Ich weiß es nicht. Ich meine, der Vorteil, das so zu haben, ist, dass dieser Kram hier nicht die Funktion zumüllt, wenn man das gar nicht braucht. Und ich meine, dass das Export als Restore Point
nur sagen soll, wo jetzt der Pfad ist, wo es hin exportiert werden soll. Uff. Vielleicht mache ich es aber tatsächlich so, dass ich das lieber hier reinschreibe, dass das verschoben wird. Ich glaube, das ist besser. Hier. Hier, und hier benutze ich auch Copy Directory. Ich glaube tatsächlich, dass das so ging, die Directories zu kopieren. Deswegen benutze ich das jetzt einfach auch noch weiter. Ich glaube, dann kann ich mir einfach diese Calls hier rauskopieren, oder? Ich glaube, basically kann ich mir das ganze Ding hier kopieren. Ctrl-C. So. So, und dann ist tatsächlich. Ah, hier habe ich nach dem Ordner geguckt. Hier habe ich nach dem Ordner geguckt. Und nicht nach der Toml-Datei. Ist wahrscheinlich besser, wenn ich nach dem, wenn ich nach dem Ordner gucke, denke ich. Oh, ich muss schon wieder husten. Mann, 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 das geht mir auf den Keks. Ja. Also, dann denke ich, lassen wir das bei dem Ordner. Und die Toml-Datei, die benutzen wir, glaube ich, dann ja tatsächlich nur einmal. Das heißt, so. So. Und so. Okay. Und jetzt der ganze Spaß, der hier drüber ist. Restore Point existiert bereits. Bla bla, möchtest du wirklich einen erstellen? Und wenn man ja sagt, dann wird das erstmal kopiert. Und ich denke, dass wir das so lassen können, weil wir so ja den kompletten Ordner kopieren, wo dann die Dateien drin sind, die wir dann neu erstellen. Andererseits ist es natürlich so, dass das, was wir hier haben, nur relevant ist, wenn man einen Restore Point erstellt. Ich weiß nicht, ob das wirklich hier in die Exportfunktion reingehört, ey. Ah. Ich meine, das, wenn man das so macht, dann verhindert das natürlich Probleme, denke ich. Andererseits müsste man da drin jetzt sagen, dass der da den Restore Point nur, also dass der hier nur weitergehen, dann weitergehen soll. Wenn der erstellt, ich schieb das wieder dahin, wo es hingehört. Das ergibt mehr Sinn. Dann kommt hier einfach nur rein, wie das dann neu erstellt wird. Und das Verschieben ist eine andere Sache. Wenn es dann irgendwie nicht verschoben wurde, dann hat man halt Pech gehabt. Das heißt, den Spaß hier kann ich tatsächlich ja, so lassen, genau. Okay. Das heißt, wir haben jetzt wieder einiges an Zeit dadurch verloren, dass wir einfach nur geguckt haben, wie wir etwas machen wollen. Yippie. Aber das ist okay. ja, also, dann würde ich sagen, dass wir einfach jetzt mal hier weitermachen. Die Datei einfach mal zu schreiben. Also wir haben die Map, wo das reinkommt, was in die Datei geschrieben werden soll. Und ja, das heißt, wir müssen jetzt quasi hier zwischen
all das reinschieben, was jetzt in die Map rein soll. Und wenn wir sagen, dass wir alles exportieren wollen, dann ist jetzt die Frage, wie wir an die Daten rankommen. Vielleicht könnte ich es ja so machen, dass ich eine neue Funktion in den abstrakten Mod-Klassen hinzufüge, die irgendwie heißt, Edit Export Map. Da gebe ich als Parameter die Map rein. Und da die Map Call by Value ist, ändert sich ja dann, wenn wir da was reintun, das hier mit um. Weil, ich meine, wir könnten auch sagen, vielleicht ist das tatsächlich die leichtere Idee, dass wir sagen, was in die Map rein soll, und das wird dann da reingeschrieben in die Datei. Dann haben wir aber auch das Problem mit den Bilddateien und so. Wie kriegen wir die? Die müssen ja quasi in den Assets-Folder dann reingeschoben werden, aber auch so verbunden werden, beziehungsweise wir müssen dann irgendwie sagen, dass die Datei zu dem Mod gehört. Und das müsste eigentlich hier in der Funktion passieren. Puh. Also, mit der Map ist das, denke ich, keine schlechte Idee. Ich meine nämlich, dass ich das so auch aktuell mache. Wenn wir mal hier reingucken, das hier wäre jetzt die Funktion, die den Mod zu einer Datei exportiert, also so wie wir es gerade aktuell machen. Und diese Map ist das, was dann in die Datei geschrieben wird. Dann gibt es hier eine Funktion get changed export map. Und bis jetzt ist es so, dass ich in dieser Funktion dann sage, dass jetzt anstatt Mod-ID 5 da der Name des Mods stehen soll. Das würde ich da drin machen. Die Frage ist, wie kann ich das generalisieren, sodass ich das in der Exportfunktion drin habe? Sodass alles in eine Datei geschrieben wird. Dann sind das hier die Pfade. Das ist das, was in die Datei geschrieben wird. Plus das, was in der Map steht. Und dann wird hier noch eine Funktion aufgerufen, do other export things. Und da wird dann quasi das Bild mit exportiert. Und das Ding ist, dass dieser Kram für jeden Mod anders ist. Das heißt, wahrscheinlich muss ich diese Do Other Export Things Methode auch wieder aufrufen? Vielleicht kann man es ja so machen, dass die Assets von dem jeweiligen Mod in dieser Exportfunktion vom abstrakten Mod exportiert werden. Und der Pfad zu dieser Datei vom Ordner aus gesehen, also da steht dann jetzt nicht C, User Data, bla bla bla, sondern da steht dann Ordnername, slash Assets, slash, keine Ahnung, mod.png. Sodass man dann diese Werte in die TOML-Datei schreiben kann, und wenn man den Mod importiert, einfach nur von anhand der TOML-Datei herausgefunden wird, wie das jetzt importiert werden soll. Ich merke gerade, dass es vielleicht für so einen Stream keine so geile Idee ist, sowas zu machen. Also ich meine, viel sehen tut man jetzt nicht.
Es ist basically eher, ich spreche mit mir selber, um herauszufinden, wie ich es vielleicht machen kann. Also, ja. Ich meine, ich könnte einfach mal anfangen, irgendwas zu machen. Die Frage ist halt nur, ob das dann so sinnvoll ist und ich nicht vielleicht meine Zeit quasi verschwende. Das Ding ist, ich glaube, die beste Idee ist, dass ich eine Funktion habe im abstrakten Mod, die einfach nur stumpf Export heißt. Und diese Funktion gibt eine Map zurück. Und diese Map beinhaltet die Daten von dem Mod, die in die Datei geschrieben werden sollen. Und in dieser Map steht dann auch drin, wo die einzelnen Bilder oder so stehen. Und die Bilder und so, die werden in der abstrakten Mod-Klasse kopiert und nicht in der eigenen Export-Funktion. Denke, das ist der richtige Approach. Okay, das heißt, ja, da brauche ich jetzt. Nee, boah, tatsächlich nicht. Ich habe gerade schon kurz Angst gehabt, dass ich wieder mit irgendwelchen Generics da arbeiten muss. Aber das muss ich tatsächlich nicht. Ich muss jetzt basically. Hey, Schlafmützchen! Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? MA01! Hallöchen! Na, wie sieht's bei dir aus? Was machst du so? Wie geht's? Wie man hört, ich bin ein bisschen erkältet, aber hey. Und ich war beim Friseur, yippie. So, also dann müssen wir erstmal in den Abstract Base Mod gehen. Die Implementation, wie genau ich das mache, schenken wir uns jetzt erstmal. Da kommen wir dann auch noch zu, aber ich erstelle erstmal überhaupt die Funktionsdefinition. Hier, okay. Wir haben jetzt zwei Mützen im Chat. Zwei Mützen? Um zwei. Ach so, weil Schlafmütze ja auch eine Mütze. Ja, stimmt. Ich bin dumm. Ja, ich sitze gerade im Auto und warte auf meinen Döner. Das ist nice. Auf Döner habe ich tatsächlich auch mal wieder Lust. Ich habe tatsächlich gestern mir überlegt, dass ich irgendwie mal wieder mega gerne Döner essen würde. Wie geht's dir? Ja, mir geht's eigentlich ganz gut, außer dass ich halt erkältet bin, aber naja, mittlerweile geht's wieder ein bisschen besser. Vorgestern hatte ich echt permanent Schnupfen. Mittlerweile habe ich es nicht mehr, das ist ganz schön. Das Einzige, was noch ist, ist, dass ich gelegentlich husten muss und dass halt meine Stimme sich anhört, so wie sie sich anhört. Also hier brauchen wir auf jeden Fall eine neue abstrakte Klasse. Und das ist eine Map. Ich denke mal String String. Importieren wir. Und die nennen wir. Das ist natürlich jetzt so eine Frage, Mützchen. Wie nennen wir die? Nennen wir die auch Export Mod? Oder nennen wir die Get Export Map? Ich glaube, ich sollte die lieber Export Mod nennen, weil das eher. Ja, die Frage ist natürlich, wenn ich die Export-Mod nenne, dann könnte man auf die Idee kommen, dass die Funktion den Mod exportiert. Und das macht sie ja nicht ganz. Also die exportiert die Bilder. Wobei wir da dann natürlich noch. Oh, wir brauchen auf jeden Fall als Argument dann noch einen Pfad, wo die Bilder hinkopiert werden sollen. Fällt mir gerade auf. Ja. Ich glaube, wir nennen die Export Mod. Weil Get Export Map, das ist auch irgendwie so aussagelos, oder? Ich nenne das Export Mod. So.
Und dann haben wir hier den String von dem Mod, na, also den Modname. Und dann haben wir. Ich meine, das Boolean Export ist Restore Point. Das ist ja eigentlich nur dafür da, damit der Pfad richtig gesetzt wird, wo es hin exportiert werden soll. Und das haben wir jetzt nicht mehr. Das heißt, wir sagen hier Path. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich das Path nenne. Sondern, Assets Folder. So, und das throat natürlich auch eine Mod Processing Exception. Yay! Zack. Okay, jetzt müssen wir dieses Export Mod Ding beim Simple und Advanced Mod überschreiben. Add Override Export Mod. So. Und damit uns hier nicht alles um die Ohren fliegt, schreibe ich hier mal rein, dass der uns eine neue Map erstellen soll. Maps, also, doch. Map String. Strain, genau. String. String. Map gleich New. Hash Map. Return Map. So, dann fliegt uns das zumindest schon mal nicht um die Ohren. Ich glaube aber, dass es keine schlechte Idee wäre, wenn ich hier auch noch eine Java-Doc drüber mache, was das denn eigentlich heißt, ne? So. Trinken wir mal wieder einen Schluck. Und das ist, also was macht das? Writes the mod as a set bias genau as sets to the assets folder and returns a map containing the content that should be written into the export.toml file. Into the export.toml file. Writes the mod assets to the export folder. Ja, copies. Oder writes the mod assets to the export folder, assets folder, and returns a map containing the content that should be written into the export mod export. Into the export.toml file. Ja, ich glaube, das ist richtig. The name. Name. Genau. Name for the mod that should be exported. True when. Nee, das. einfach stumpf das von da unten abschreiben, genau. The folder where the. Mod assets should be copied to. Hier schreibe ich vielleicht noch in Klammern e.g. Pictures. Wobei es eigentlich momentan recht dumm ist, da Example Pictures zu schreiben, weil eigentlich momentan das einzige ist, was dazu geschrieben werden müsste, die Pictures sind. Aber naja. Lassen wir das mal so stehen. Map containing the. Ich glaube, ich kann nicht mehr schreiben. Containing the content that should be written to the export.toml file. The mod processing exception. If something. Went wrong. while. Nee, nicht if. When. When something went wrong. While. Copying the image files.
Copying the image files or creating the map. So, okay. Damit haben wir die Funktion abgehakt. Die müssen wir jetzt noch hier in den Simple Mod reinschreiben. Kommt hier drüber. Interessant. Warum steht hier der Java-Doc-Text drüber? Habe ich den da mitkopiert? Oder wird der beim Überschreiben mitkopiert? Nee, eigentlich nicht, oder? Ich glaube nicht. Nee, wird er nicht. Na gut. Und dann machen wir hier dasselbe wie hier. Können wir einfach hier rauskopieren. Ja, natürlich. Upsi. Natürlich genau so. Zack. Okay. Jawohl. Dann haben wir die Funktion zumindest schon mal angefangen zu erstellen, die dann den ganzen Kram macht. Und die jetzt in die Exportfunktion zu implementieren, das dürfte nicht allzu schwer sein. Das ist wahrscheinlich sogar eigentlich recht easy. Weil wir... Jetzt habe ich es zugemacht, danke schön. Weil wir hier jetzt eigentlich nur Folgendes machen müssen. Lernet und staunet. Also, wir brauchen einen Loop über die Abstract Base Mods. Modmanager.mods. So. Und dann brauchen wir jetzt einen Loop über die Mods, die nicht vom Spiel sind. Das heißt, wir sagen for abstract. Nee, nicht. For string mod.get custom content string. Oh, ist das? Ich glaube, das ist der richtige. Hoffen wir mal, dass es der richtige ist. So. Okay. Und da müssen wir jetzt sagen, also erstmal müssen wir für jeden Mod einen eigenen Eintrag in der Map erstellen. Das heißt, wir brauchen hier eine neue Map und das ist eine String Object Map und die nennen wir Mod Map gleich New Hash Map. So, und dann sagen wir hier Mod Map.put Doch, genau. Doch, das ist richtig. Das ist richtig. Da sagen wir den Modnamen, das heißt String. Und dann tun wir da mod.export den hier, exportmod, String. Da brauchen wir natürlich jetzt noch den Path. Den Path geben wir gleich an. Aber dann dürfte das theoretisch gehen. Denke ich. Ja. Und danach müssen wir noch in dmap.put und dann, wie hatte ich das hier gemacht? Ich muss schon wieder husten. Dann, nee, bla bla bla, wo war das? Ja. Den hier. So. Und die Modmap. So, und was das dann quasi macht, ist, wir erstellen hier, also wir kriegen da die Map von den Sachen, die zu dem Mod gehören. Und die stecken wir dann in eine weitere Map, die zu dem Mod gehört. Und diese Mod, also diese Map von den Mods, die kommt dann in die Map, die in die Datei geschrieben wird. Ergibt das Sinn? Ich hoffe mal. So, okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch den Pfad angeben.
Und das ist eigentlich recht einfach. Wir sagen nämlich Mod Manager. Nee, Mod Manager Paths. Entschuldigung, Mod Manager Paths. Current Restore Point. Get Path. Resolve. Da sagen wir jetzt Assets. Naja, ich glaube nicht, dass ich das in Caps schreiben sollte. Wir nennen es mal Lowercase. So. Und das ist der Ordner, der Assets-Ordner. Ich glaube, das hat hier so gekennzeichnet, oder? Export Mod. The folder where the mod assets should be copied to. Ja, genau. Also, okay, das passt. Okay. Das heißt, rein theoretisch gesehen sind wir tatsächlich mit dieser Exportfunktion für den Restore-Point fertig, oder? Sehe ich das richtig? Wir können das ja mal ausprobieren, aber ich sag nur so viel. Wenn wir das jetzt ausprobieren, werden wir eine leere Datei kriegen, weil diese Map, die wir hier rauskriegen, ja keinen Inhalt hat. Da wir das hier ja nur so provisorisch reingeschrieben haben. Aber wenn, wir können ja einfach mal, einfach um es zu testen, hier sagen map.put und dann nennen wir das getType und this is test. So, und jetzt? Ja gut, das sollte ich wahrscheinlich dann auch für den Simple Mod da reinschieben. Oh, was mir gerade auffällt. Vielleicht kann man dann diese Export-Mod-Funktion doch im Abstract-Base-Mod fertig machen. Wobei das wahrscheinlich ein bisschen knifflig wird, da die Simple und Advanced Mods sich ja an einigen Punkten unterscheiden. Ja, schauen wir mal. Hier. So. Okay. Ich teste es einfach mal. Just for fun. Let's test it. Mal gucken, was passiert. So. Okay. Und wenn wir jetzt mal hier reingucken. Ah. Ach so. Weil es nur einen Mod gibt. Ja, gut. Es stimmt natürlich. Und wenn wir hier mal gucken. Ja. Seventh Stream. Ein Mod. Deswegen, ja, gut. Ist natürlich logisch, dass da jetzt nur ein Mod steht. Die Frage ist da natürlich. Ah, dieses Anführungszeichen da ist schon mal doof. Genau, da muss ich nämlich sagen, dass das kein. Ah, das ist jetzt natürlich nur Sache. Entweder ich mach's so in Anführungszeichen, aber das sieht natürlich doof aus. Oder ich sage, dass das klein geschrieben werden soll und Leerzeichen mit einem Unterstrich ausgetauscht werden sollen. Aber wenn ich das mache, dann wird es wahrscheinlich schwieriger zu checken, ob Mods, die benötigt werden, existieren. Ich glaube, dass ich das so lasse. Mützchen wird das wahrscheinlich nicht so schön finden. Aber ich lasse das, denke ich mal, so. Ist ein bisschen unschön, I know, aber ja. Ich weiß auch nicht, ob wir es vielleicht. Hier habe ich es ja so. Ach, mach doch mit. Mit was? Nicht schlimm. Okay. Ja, dann. Hier habe ich es tatsächlich noch, dass ich davor geschrieben habe, ob es ein Advanced Mod oder ein Simple Mod ist. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich brauche. Es könnte aber vielleicht hilfreich sein. Deswegen glaube ich, dass ich das da trotzdem nochmal zuschreibe. Das heißt aber, dass. Wo haben wir das? Die Funktion hier ein bisschen größer wird. Ich glaube, ich kopiere mir dafür einfach mal den Spaß hier. So, zack, zack, zack. So. Ich meine, beim Programmieren ist es ja ganz oft so, dass man viele Sachen kopiert und dann wieder weglöscht. So. Okay.
Natürlich nicht weglöschen. So, also das heißt, wir haben die Main Map, das ist die Map, basically. So, also Map, Map, Map. Genau, das mit der Model-Version, das sollten wir natürlich dann auch noch dazu schreiben. Und dann müssen wir da auch noch dazu schreiben, was für ein Typ das ist. Aber dazu kommen wir dann gleich. Also wir haben die Simple und wir haben die Advanced Mods. So, dann haben wir quasi hier dieselbe Schleife, aber dann haben wir hier nochmal das aufgeteilt und das mit den Mod-Nummern. Genau, hier habe ich es nämlich so gemacht, dass die Mods keinen Namen haben, sondern nummeriert sind. Das werde ich aber jetzt nicht machen, sondern ich werde die Mod-Namen da drin lassen. Das ist, denke ich, eine bessere Idee. Das heißt, ich würde das. Genau, das ist jetzt die Content by Alphabet. Und dann müsste ich eigentlich hier nur das durch String umändern. Und das hier. Ah, das hier ist jetzt wieder das, wo ich Simple und Advanced aufgeteilt habe. Ah, so. Oh. Okay. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dann habe ich das doppelt. Nur halt, dass ich es in eine andere Map pack. Kann ich das vielleicht einfacher machen? Ja, ich glaube, ich weiß wie. Und zwar haben wir hier ja den Spaß. Und dann sagen wir, ich glaube hier, if mod instance of abstract simple mod else if, nee, eigentlich können wir da sagen else. So. Da brauchen wir dann jetzt die zwei Maps hier. So. Und meine Idee ist nämlich, dass wir hier das mit dem Hinzufügen in der einen Schleife machen und hier drin sortieren wir dann, in welche Map das gehört. Das heißt, hier würden wir jetzt nicht sagen map.put bla bla bla, sondern da würden wir sagen, wenn es ein Simple Mod ist, Simple Mods.put Mod.get, also basically einfach dieses komplette Ding. Und wenn es ein Advanced Mod ist, dann sagen wir basically dasselbe, nur dass wir sagen Advanced Mods.put. Und dann können wir eigentlich diesen Spaß hier weglöschen, glaube ich. Oder? Testen wir das mal. Natürlich wäre es dafür gut, wenn wir noch weitere Mods hätten. F importieren wir mal gerade. Upsa, das hier ist das Falsche. Nee. Hier wollte ich hin. Dafür importieren wir mal gerade ein paar Mods, damit wir das mit dem Export testen können. So. Und dann kopieren wir einfach mal den Link hier. Linkadresse kopieren. So, und dann sagen wir hier Import, Import from URL. Das wäre jetzt echt der Knaller, wenn das jetzt nicht mehr funktioniert. Das wäre echt bitter. Warum braucht er so lang? Das gefällt mir nicht. Gleich gibt es irgendeinen Timeout. Hallo? Uff, okay, hat geklappt. Keine Ahnung, warum das jetzt so lange gedauert hat. So, also einmal bitte alles importieren, Dankeschön. So, und wenn wir jetzt sagen Open Gitter Page, also ich habe quasi diesen Test Debug Block mit dem Knopf verbunden, damit ich das einfacher testen kann. Ah, schau mal an, hat funktioniert, wie wir es wollten. Sehr nice. GG. Das heißt, wir haben da oben die Module Versions stehen. Dann ein Advanced Mod, der Publisher ist und der heißt Mojang Studios. Ja, perfekt. Das ist genauso, wie ich es vorhatte.
Wir müssen natürlich jetzt noch schreiben, wie das im Hintergrund funktioniert, dass dann da die richtigen Daten reingeschrieben werden und dass das Bild richtig kopiert wird. Aber das Grundgerüst geht. Nur dass es natürlich jetzt für den Restore-Point beschränkt ist. Eigentlich ist die Sache, ob man sagt Restore Point oder nicht. Das Einzige, was sich da ändert, ist, dass in die Map, ja, das müssen wir natürlich noch ändern, map.put export type Restore Point. So. Ja, ich glaube, ich nenne es einfach nur type. So. Sodass das da noch zugeschrieben wird. Das ist das Einzige, was sich unterscheidet von, wenn man es normal exportiert. Und natürlich der Pfad. Aber das ist eigentlich mega leicht, jetzt umzubauen. Und zwar sagen wir dafür einfach, dass wir. Dieser Mod ist ein einziges Copyright Infringement. Was soll das heißen? Also. Ich sehe da, warte mal. Ich sehe. Hallo. Natürlich kriege ich es jetzt nicht in die richtige Dings zu öffnen. Also ich sehe da keine Probleme, Mütze. Absolut nicht. Also gar nicht. Also, KQW Studios, ja. Also, wo siehst denn du da ein Copyright Infringement? ja, also. Wir kopieren diesen ganzen Spaß hier raus. So. Zack. So. Und dann sagen wir hier einfach Path, Path. Und dann sagen wir hier Bambus und Kakwe geht ja noch. Path gleich gleich modmanager.currentrestorepoint Punkt getPath. Und dann sagen wir hier Path. So, zack. Und wenn es nicht der Restore Point ist, dann sagen wir Paths gleich Mod Manager Paths Punkt. Ich denke mal Export Punkt Get Path. Da müssen wir dann natürlich auch darauf achten. Bis jetzt ist es so, dass wenn Mods schon exportiert wurden, es einen Fehler gibt. Und gesagt wird, hey, der Mod wurde schon exportiert. Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt handhaben werde. Entweder mache ich so, dass der dann nicht exportiert wird, oder ich mache es wie bei den Restore Points, dass dann einfach alles auch in so einen Lagerordner verschoben wird. Und ja. Mal gucken. Welchen Pfad gibt der hier raus? Export, ja, das ist richtig. Okay. Und dann muss natürlich aber auch der Dateiname anders sein. Hier, das müssen wir dann natürlich auch ändern. Also hier muss es natürlich Path sein. Haben wir sonst noch irgendwo das falsch stehen? Path.resolve. Nee, ich glaube, das geht. Und dann ist das richtig. Das hier noch. Den Namen müssen wir noch richtig stellen. Ich glaube, ich mache es so, dass ich hier sage, String Export File Name. So. Und Export File Name ist hier Restore Point. Und hier ist der Export File Name Export. So, und dann sagen wir hier unten. So,
Export FileName plus. So. Wobei, da bin ich mir nicht ganz sicher. Will ich das Punkt Tommel vielleicht hier oben noch hinzuschreiben? Oder da unten? Ich glaube, ich lasse das da unten. Dann passt das hier. Genau, dann muss das jetzt mit der Map noch umgeändert werden. Das heißt, die Map hier, die schreibe ich basically hier nach oben, sodass wir den Call zu dem Type hier reinschreiben können. Und das hier kommt noch darüber, damit das am Anfang von der Liste ist. Wobei ich tatsächlich. Nee, also bei Maps ist es ja tatsächlich so, dass die nicht danach sortiert sind in der Reihenfolge, wie man die reinpackt. Das heißt, letztendlich ist eigentlich die Reihenfolge, in welcher die Toml-Datei geschrieben wird, vollkommen egal. Da, wenn wir die Toml-Datei lesen, wir ja eh an alle Sachen drankommen, die da drin stehen. Deswegen denke ich, dass ich das tatsächlich da unten lassen kann. Das war zu hoch. So, das ist Restore Point und hier ist der Type Export. Gegebenenfalls mache ich es tatsächlich noch so, dass es einen Enum gibt, Export und Restore Point, und ich dann sage, dass der Enum-Wert da reingeschrieben werden soll. Damit ich vielleicht dann beim Import nicht nach. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ergibt keinen Sinn, was ich hier gerade von mir gegeben habe. Aber naja. Ja, genau. Also dann haben wir, glaube ich, die Exportdatei fertig, oder? Wir haben die aktuelle Modtool-Version, die wir reinschreiben. Wir haben den Typ und wir haben den Inhalt. Fehlt noch irgendetwas? Ich meine, das, was die Mods brauchen. Mal kurz auf Kajo, bis gleich mitziehen. Das, was die Mods brauchen, ist ja quasi. Also das, die Dependencies von den Mods, die kommen ja dann in die Map, die dann da reingeschrieben wird. Und das wird ja hier drin gehandelt. Wahrscheinlich schreibe ich dann hier tatsächlich noch mal eine Funktion, die heißt Get Dependencies. Und ja, schauen wir mal. Testen wir das Ganze noch mal. So. Zack. So. Und gucken wir. Ah, Model Version Type bliblablub. Simple Mods License Publisher. Ja. Es passt. Jetzt probiere ich dann noch mal das als Export Point. Das heißt, ich muss hier, nee, nicht Backup, Debug, hier oben das mal auf False ändern. Und jetzt müsste das Ganze eigentlich im Export-Folder landen, wenn da nicht irgendwas schief geht. Okay. File not found exception. Der stellt die Toml-Datei also doch nicht? Oder gibt's den Pfad dahin nicht? Wenn wir mal hier gucken. Es gibt tatsächlich den Ordner Export nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir den Mod Restore Point Ordner löschen und jetzt hier nochmal True reinsetzen, gibt es dann jetzt auch einen Fehler? Weil das würde ja heißen, dass der Ordner nicht existiert und der deswegen fällt. Ja. Ja, okay. Das heißt, ich muss also als erstes die Ordner von diesem Pfad erstellen. Das dürfte aber auch nicht allzu schwer sein. Wir sagen einfach, wo haben wir es? Hier. File.create directories path. Ach, das Throat.io-Exception, oder? Ja, dann kommt das hier rein.
Okay, und jetzt dürfte es eigentlich wieder funktionieren, oder? Ja. Das heißt, der. Nee. Hier. Ja, das sieht richtig aus. Und wenn wir jetzt sagen, nochmal hier in Debug, dass das false ist. Warum höre ich eigentlich keine Musik mehr? Oder ist die nur so leise? Ah, okay. Musik ist noch da. Alles gut. Dann sagen wir hier wieder GitHub-Page. Jetzt gab es keinen Fehler. Ah, Export. Export.toml. Jawohl. Und dann steht da oben Type Export. Genauso soll es sein. Sehr gut. Okay. Ja, das freut mich. Sehr nice. Okay. Das heißt, jetzt kommt eigentlich der nervige Teil. Oder der, sagen wir, komplexere Teil. Weil die Export-Datei, die schreiben wir jetzt. Aber jetzt müssen wir noch sagen, was denn der Inhalt von den einzelnen Mods sein soll. Und das ist jetzt basically für jeden Mod anders. Ich meine, ich hatte es vorher auch schon so, dass die einzelnen Mods quasi. Ja, ich glaube, ich muss das einfach mal zeigen. Ja, also hier, Print Values. Das hier war quasi die, beziehungsweise ist die Funktion, die die Werte einmal in die Spieldatei schreibt und einmal in die Exportdatei. Und anhand von diesen Werten wurde dann quasi gesagt, wie der Import und Export funktioniert. Das können wir jetzt nicht mehr machen. Stattdessen werde ich mir da was anderes einfallen lassen. Ja. Wo sind wir? Hier. Naja, hier. Das Ding ist auch, dass es für Simple und Advanced Mods anders ist. Die Simple Mods, die haben ja eigentlich nur eine Zeile und die Advanced Mods sind mehrzeilig. Wieder da, welcome back, Mützchen. Also ich würde sagen, dass ich probiere noch hier ein bisschen was an der Exportfunktion zu machen, aber ich würde dann auch gleich aufhören. Einfach vielleicht, um meinen Hals noch ein bisschen zu schonen, I don't know. Und ja, dann habe ich immerhin 2 Stunden gestreamt und das ist ja auch nicht schlecht. Immerhin war ich dann mal wieder da. aber ein bisschen was versuchen wir hier noch. Das heißt also, wir sind jetzt bei dem Advanced Mod. Und wir haben als Parameter, was wir reinkriegen, den Namen und den Ordner, wo die Assets rein sollen. Das mit den Assets können wir nicht generell für jeden Mod machen. Wie heißt das? Case to Case unterscheiden. Weswegen wir da eine abstrakte Funktion haben, die dann von jedem einzelnen Mod oder überschrieben wird, der das denn braucht. Diese Funktion habe ich tatsächlich schon, wobei wir die aber modifizieren müssen. Also, ich denke, aktuell heißt die, ich glaube, do other, schauen wir mal. Do other export und do other import things, genau. Und das, wo das zum Beispiel überschrieben wird, ist, glaub hier, bei dem Mod. Mal. Scroll, scroll, scroll. Ja, genau. Also, na schau mal einer an. Ich habe tatsächlich sogar bei der Funktion hier, bei Do Other Export Things, da habe ich tatsächlich es so gemacht, dass die
die, der hier den Pfad angibt. Das heißt, ich kann das wahrscheinlich sogar richtig gut übernehmen. Weil das, was das hier quasi macht, ist das, bearbeitet die Bilddateien und kopiert die an den richtigen Ort. Da man das nicht für jeden Mod braucht, ist die Funktion nicht abstrakt, sondern einfach leer, sodass man die, wenn man die braucht, überschreiben kann und die dann etwas macht. Ansonsten macht die einfach nichts. Genau. Aber warte mal, das. Warum ist hier noch ein weiterer Parameter? Wo ist der hier? Ach so, do other export things. Ja, never mind, der steht da, okay. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob wir die Map tatsächlich. Da gibt es jetzt zwei verschiedene Wege. Oder ein? Keine Ahnung. Also, es gibt den Weg, dass wir quasi die Map von dem Mod nehmen und die standardmäßig in die Exportdatei schreiben. Das Problem da ist nur, dass es da sein kann, dass da Mod-IDs reingeschrieben werden und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass da. Dass da die Mod-Namen reingeschrieben werden. Und das könnte man jetzt, wenn ich eigentlich so nachdenke, gut über die Do Other Export Things Methode machen, sodass man die dann überschreibt, wenn man etwas an der Map ändern will. Und das kann man ja dann. Und dann ist alles fein. Ich glaube, das ist tatsächlich the way to go. Das heißt. Hier. Wir haben quasi die Map. Und die Map kriegen wir, indem wir sagen, get other export things, was soll die Methode machen? Ja, andere Export-Sachen. Also, ja, ich weiß, dass die Namen ein bisschen speziell sind, aber aktuell ist die dafür da, dass Bilder exportiert werden oder Einträge in der Map umgeändert werden. Und die Funktion gibt es, weil die bei nicht jedem Mod benutzt wird und die deswegen dafür existiert, um ja quasi dann Sachen noch zusätzlich zu machen. Na denn, Export Picture. Ja, das Ding ist. Die macht halt auch noch, also man kann damit noch andere Sachen machen. Also, wie gesagt, zum Beispiel an der Map irgendwas umändern oder so. Und das gehört ja dann nicht explizit zu den, Bildern. Hi, Lasket, Hallöchen. Und hallo, Valby True. Hallo. Ja, also bei meinen Namen, da kann man sich tatsächlich drum streiten. Die könnten ein bisschen aussagekräftiger sein. What are you making? Hi, I'm creating a mod tool for the game Mad Games Tycoon 2. I'm currently reworking the way how mods are being exported and imported, because I'm not quite satisfied with the way it's currently working. And right now I'm in the process of writing the function that returns the values for the specific mod that should be printed into the export file. The mod currently is being exported in a .txt file, and I'm reworking it so it is being exported into a .toml file, so that it is more compatible and more easy to read and write to that file. Because currently I'm using a quite weird file format that you should not use, and that's why I'm changing things up. Yeah. If you have any more questions, feel free to ask. Jetzt natürlich die Frage, soll ich in Englisch weitersprechen oder in Deutsch? Export to Byte? Export to Byte?
Wo steht das? Hi, Mr. Mike, Ruhrphone. Hi. Was meinst du mit Export to Byte? Also, es wird tatsächlich als Map exportiert, sodass ich quasi. Warte mal, wo habe ich die Funktion? Hier. Als Byte, da du es bestimmt serialisierst, mache ich tatsächlich nicht. Also, so wie ich das mache, ist. Wo haben wir das? Ja, also ich benutze eine TOML-Library. Und da kann ich einfach eine Map. Ja, da macht Mütze große Augen. Da kann ich einfach eine Map in die TOML-Datei schreiben. Und die Werte, die ich in die TOML-Datei schreibe, die kriege ich quasi aus der Map. Ergibt das Sinn? Ja, Mütze lässt sich ziemlich leicht von Python triggern. Er mag das nicht. Ja, genau. Und jetzt bin ich quasi dabei, das zu programmieren, was dann letztendlich. Ah, jetzt habe ich natürlich die richtige Datei wieder nicht auf. Ich muss die noch mal gerade ganz kurz erstellen. Natürlich geht's jetzt nicht mehr. So, jetzt geht's. Dummdi-dummdi-dumm. So, zack. Wo haben wir's? Genau, also, das ist jetzt quasi nur ein Test. Das sieht man ja auch hier. Und das ist dann quasi, wie die Datei aufgebaut ist. Also einmal, in welcher Version das exportiert wurde, dann, was für ein Typ es ist, also entweder Export oder ein Restore Point. Dann, von was für einem Typ der Mod ist, dann, von welcher Gruppe. Return New Map Index Value. Ja, ich glaube, das habe ich. Doch. Also. Oder meinst du jetzt hier bei der Funktion? Das ist ja quasi jetzt gerade nur ein Platzhalter. Und ist ein Short. Ich weiß leider gerade nicht, was du meinst. Und das, wo ich die Funktion aufrufe, ist quasi hier. Und da gibt es dann die Map, die da rein soll. Genau. Und das ist dann der Modname und. Hier würde dann der ganze Kram reinkommen, der hier zurückgegeben wird, beziehungsweise der da dann in der Map steht. Ne, wollen wir nicht speichern. Genau. Das, was du in 13 hast, einfach nur Return New Map. Ja, das könnte ich auch natürlich machen, aber ich wollte, dass da schon mal etwas drin steht, einfach um es zu testen. Und hier schreibe ich ja jetzt noch ganz viel anderes Zeugs rein, was dann. Quasi das ist, was letztendlich in die Map soll. Also natürlich weiß ich, dass ich einfach sagen kann, Return New Map. Also, das ist natürlich. Welche Programmiersprache ist das? Das ist Java. Aber ich bin tatsächlich momentan daran, Rust zu lernen. Und ja, vielleicht, also letztendlich ist mein Ziel, dieses ganze Projekt in Rust nochmal neu zu schreiben. Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, weil in Rust bin ich noch nicht so fortgeschritten. Also eigentlich weiß ich nur so ein paar Grundlagen. Und ja, da muss ich dann mal gucken, dass ich besser werde, um dann vielleicht irgendwann den ganzen Kram da umzubauen. Ja, genau, wir müssen mal wieder Rust-Unterricht machen, genau, Mützchen. Ja, genau, also ich hatte jetzt vor, die Funktion richtig zu machen, die diese Export-Map zurückgibt. Übung macht den Meister. Genau, ja. Einfach ein bisschen üben, wobei eher viel üben und dann klappt das. Sorry fürs Triggern, hab's falsch erkannt. Das R in Rust steht für Rewrite in Rust. ja,
Ich meine, man lernt ja beim Programmieren tatsächlich auch, finde ich, ziemlich viel dadurch, dass man Fehler macht. Also, besonders wenn man, ich kenne das, wenn man irgendwie 6 Stunden lang nach einem Fehler sucht und ihn dann endlich gefunden hat, dann ist es eigentlich mega geil, weil man dann endlich weiß, ja, ich hab's gefunden. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass man diesen selben Fehler nicht nochmal wiederholt. Und dann hat man dazugelernt. Das ist ziemlich nice. Wobei man natürlich vorher den Fehler machen muss und es recht frustrierend sein kann, danach im Grund zu suchen, warum es diesen Fehler überhaupt gibt. Aber wenn man es geschafft hat, dann hat man wieder dazugelernt. Listmap String String, warum Double String? Weil quasi die Map, die ich gleich hier zurückkriege. Also, ich kann das mal gerade ganz kurz aufdröseln. Die Spieldateien, die sind quasi in diesem Format. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist vom Spiel her so. Und ich habe einen Parser geschrieben, der diese Datei hier in einen String umwandelt. Nee, nicht in einen String, in eine Map. Und es ist quasi so, der Key von der Map ist das, was hier in den Klammern steht. Und das, was danach steht, ist der Value. Und das ist String, weil ich hier keinen. Gut, ich habe hier auch Integer, theoretisch. Aber für mich war es leichter, das in String zu schieben. Und ja. Genau, enum. Enum. Key String, Key gleich String, Value gleich String hast du bei Map halt zwei Typen. Im Fall beide String. Ja, genau. Ja. Was meinst du mit Enum? Und das ist dann quasi das Format, mit dem wir arbeiten. Und so ähnlich, wobei eigentlich nicht ähnlich, aber die Werte davon werden dann quasi in die Export-Dinge geschoben. Sind auch alle gleich, Name EU, also Enum. Ach so, ah, du meinst bei den Namen. Ja, genau, also ich habe tatsächlich. Das muss. Ja. Also, hiermit arbeite ich tatsächlich an manchen Teilen des Programms. Und ja, eigentlich könnte man vielleicht tatsächlich dann Enum machen, aber das Ding ist, es gibt halt recht oft da irgendwelche neuen Sachen, die jetzt in anderen Dateien nicht drinstehen. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich es mit String hier ein bisschen angenehmer. Aber ich muss tatsächlich zugeben, an vielen Teilen dieses Codes gibt es Verbesserungspotenzial, wo man auf jeden Fall Strings mit Enums austauschen kann. Und das habe ich auf jeden Fall in Zukunft vor. Aber bis jetzt ist es halt noch nicht so. Und ich bitte darum, das jetzt nicht irgendwie groß anzukreiden. Es ist auf jeden Fall geplant. Ich meine, wenn man mal hier unten drauf guckt, To-Dos, hier gibt es insgesamt 62 To-Dos. Ich flame gerne Leute beim Programmieren. Oh, dann bist du schon der Zweite. Mützchen macht das nämlich auch sehr gerne. Also, Mützchen ist Lord MZTE. Ich glaube, Mützchen habe ich ihn angefangen zu nennen, weil ich das erste Mal, als er quasi hier reinkam, statt MZTE Mütze gelesen habe. Oder war das Snickers? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall heißt er einfach Mützchen. Ja. Wenn du das in Rust neu schreibst, fordere ich dich heraus, einen Pseudo-Parser für das Format zu schreiben. Pseudo? Was ist das? Ah, Catch Knife und einfach retten Annotation. Was? Wo? Habe ich das irgendwo? Ach so. Ah, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Stupid. Ja. Ach, da unten. Ja, man könnte es natürlich so machen, aber nee. Not with me. Ändere ich vielleicht auch irgendwann mal um. Und irgendwann ist wahrscheinlich nie. Wobei, jetzt wo du es sagst, diese Funktion ist eigentlich dann deprecated, weil wir die mit der hier austauschen. Also fällt das tatsächlich dann irgendwann doch weg. Ja. Also, jetzt muss ich gerade gucken, was die Funktion war, mit der ich die Map gekriegt habe. Für den Mod. Ah, ge genau, Get Single Content Map. Name. So.
Okay, wenn wir nämlich das jetzt hier machen, das ist ja das natürlich die supergeile Rust Serialization Lib, wo du quasi einfach einen Struct deklarieren kannst und dann ein Format wie JSON oder TOML zu diesem Struct verarbeiten kannst. Und andersherum. Im Catch-Throw macht man außerdem nicht. Oh, huhuhu. Ja, dann sollte man lieber viele Sachen in Discords nicht angucken. Aber warum nicht? Also, ich meine, dass ich mal irgendwo gelesen habe, dass das okay ist. Und Mützchen hat mir deswegen noch nicht auf die Finger gehauen. Also, ich google das jetzt mal. Java, throw in Catch. Gucken wir mal. Catch fängt Fehler und Throw wirft Fehler. Ja, genau, das ist ja auch der Sinn. Also, das ist genau der Sinn. Nämlich catche ich hier mit Number Format Exception. Also, das Ding ist, naja, bei Java ist jede Chance auf schönes Error Handling eh hoffnungslos. Ja, so kann man das vielleicht auch sehen. Ja, also, das Ding ist, wie kann ich das erklären? Also, die Mod Processing Exception ist eine eigene Exception, die ich erstellt habe, um ein paar Sachen leichter zu machen. Und das ist sinnvoll, um die Exception zu konvertieren. Das, was ich mache, oder das weiter zu throwen? Ich denke mal, das zu catchen. Hey, vielen lieben Dank für den Follow, Xavide. Ich kann Namen nicht lesen, hoffentlich war das irgendwie richtig. Nee, Xavi.de. I'm stupid, sorry. Hey, danke für den Follow, Mr. Mike, Microphone. Mr. Mike, Maika. Mike. Und vielen lieben Dank für den Follow, Jackie. Jack Kimberly? Doch, Jack Kimberly. Ja, das ist richtig. Aha, ja, sorry. Ich kann nicht lesen, tut mir leid. Ja, ich bin ein bisschen, ja. Naja, auf jeden Fall habe ich das so gemacht, weil immer, wenn ich irgendwie einen Mod exportiere oder importiere oder ich nach Dateien suche oder so, ich immer in einem finalen Block diese Mod Processing Exception catche und dadurch dann einen Fehler in die Konsole werfe und hier in die Text Area. Und da bietet es sich an, eine Exception zu haben, die ich dann catche und darüber gibt es dann, also ich meine, ich mache das ja hier auch tatsächlich so, dass ich die Exception hier oben weitergebe. Also dann steht da Mod Processing Exception at sowieso caused by und dann würde da zum Beispiel stehen Number Format Exception oder Null Pointer Exception. Was programmierst du genau? Eine Mod für das Spiel oder im Spiel ein Mod-Tool? Ich programmiere ein Mod-Tool für das Spiel. Also ich weiß nicht, ob du Mad Games Tycoon kennst. Mad Games Tycoon 2 ist ja so ein Spiel, wo man sein eigenes Spielentwicklungszimmer aufbaut und dann eigene Spiele entwickelt. Und das, was das Tool quasi macht, ist, dass man zum Beispiel neue Themen hinzufügen kann. Also keine Ahnung, es gibt standardmäßig 100 Themen im Spiel, aber das Thema Programmieren fehlt dir. Und dann kannst du mit dem Mod-Tool einfach dieses Thema Programmieren hinzufügen und dann kannst du ein Spiel machen, was als Thema Programmieren hat. Das ist quasi das, wobei mein Mod-Tool nicht nur Themen hinzufügen kann, sondern auch noch ganz viele andere Sachen. Aber letztendlich hört sich das, denke ich, komplexer an, als es ist. Es ist nämlich letztendlich eigentlich nur, dass die Textdateien vom Spiel umgeändert werden. Also deswegen, die Dateien vom Spiel sehen quasi so aus und ich schreibe dann ans Ende einfach noch so einen Block mit einer höheren ID und dann mit anderen Werten. Und ja, dein Catch benutzt du als if. Mein Catch benutze ich als if? Verstehe ich irgendwie gerade nicht. Ja, Teil 1 habe ich schon vor Jahren mal gespielt. Gibt's Teil 2? Ja, genau, Teil 2 gibt's. Im Early Access jetzt. Oh, ich glaube seit Februar.
If nah gleich gleich value, then throw. Stimmt. Ja, da hast du natürlich recht. Also ich meine, ich könnte es natürlich auch andersrum machen, aber das catcht natürlich jetzt auch noch die Number Format Exception, deswegen, ja. Genau. Aber ich höre auf mit Flame. Ach, alles gut. Bin ich von Mütze gewöhnt. Also, ja. Nein, der Hauptgrund für den Catch ist die Number Format Exception. Ja, genau. Eigentlich ist der Hauptgrund die Number Format Exception. Ah, sehr cool. Ja, genau. Also, in Teil 2 wurde auch tatsächlich ziemlich viel verbessert. Vor allem wurde die Grafik deutlich verschönert. Das Modding wurde ein bisschen vereinfacht. Und generell gibt's einige Sachen, die besser sind. Kannst du dir auf jeden Fall mal angucken. Also brauchst du eh einen Catch und dann kann. Ja, genau. Genau das, was Mützchen sagt. So, jetzt haben wir das hier mit der Map einfach mal durch die Getzinge Content Map by Name umgeändert. Und wenn wir jetzt die ganze Sache hier einfach mal exportieren. So. Dann sehen wir. Jetzt muss ich den Ordner wieder suchen. Ich glaube, der. Ja, genau. Dann, wenn wir uns das jetzt anschauen. Eben hatten wir hier nur diesen einen Test 2 drin. Was aber nicht verbessert wurde, ist dieses komplett kranke Dateiformat. Ich weiß gar nicht, wie das im ersten Teil aussieht, tatsächlich. Ich glaube, im ersten Teil war es auf jeden Fall anders. Ich guck mal kurz, ob ich den ersten Teil installiert habe. Wenn nicht, dann installiere ich den mal gerade ganz kurz. Dann gucken wir da mal eben in die Dateien rein. Hallo? Will Steam starten? Ich mal, also das war auf jeden Fall ganz anders. Steam! Ah, geht doch. Dampf. So. Ach, habe ich tatsächlich sogar installiert. So. Die haben bestimmt eine Regex, der das durchläuft. Ja, stimmt. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber eigentlich wäre es, finde ich, schöner, wenn man sowas mit einem normalen Dateiformat macht und dann nicht irgendwie sein eigenes Zeug zusammenbastelt, oder? Haben wir das denn hier? Random Surnames. Also in dem Game vorher konnte man auf jeden Fall keine Copy Prot, oder? Ich glaube nicht. Also ich glaube, also im ersten Teil konnte man auf jeden Fall viel weniger hinzufügen und da gab es dieses Dateiformat nicht. Dann muss es im ersten Teil sicher besser gewesen sein. Also ich hätte einfach alle in Byte konvertiert. Ja, also ich habe das Dateiformat nicht erfunden. Und ich finde es irgendwie. Moment. Und ich finde es irgendwie recht leicht mit der Map zu arbeiten. Und ich meine, jetzt benutze ich zumindest habe ich vor, das Punkt-Tommel-Format zu benutzen. Der Erfinder findet super. Ja, genau, der Erfinder findet super. Ich frage mich, also ich glaube tatsächlich, dass dieses komische Dateiformat von Mad Games Tycoon 2 noch nicht mal einen eigenen Namen hat, oder? Vielleicht ist das MGT2-Format. ja, also, das, was wir jetzt hier quasi sehen, ist die Map, die zu dem Mojang Studios Publisher hier gehört. Also, falls man sich fragt, Mojang Studios ist quasi ein Mod, den ich selber hinzugefügt habe und den ist einfach zum Testen. Oh. XML oder YML kennen die nicht. Ich meine, die hätten ja auch irgendwie sowas wie JSON benutzen können. Also, naja. Ich möchte da jetzt nicht irgendwie dem Entwickler gegen das Schienbein treten oder so. Er wird da bestimmt einen Grund gehabt haben und ich meine, ich bin nur der dafür ein Mod-Tool schreibt und deswegen muss ich halt gucken, dass ich damit klarkomme. Bevor du Jason sagst, habe ich echt Aggressionen auf dich bekommen.
Mann, Mützchen, du bist echt gemein. So, also jetzt haben wir quasi diese Map. Aber, wie wir hier tatsächlich schon als Problem sehen, wir haben hier Genre gleich 5 stehen. Und das ist ein Problem. Weil es so ist, dass wenn man jetzt den Mod importiert, es vielleicht sein kann, dass es das Genre mit der ID 5 nicht gibt. Und dann startet das Spiel nicht. Das heißt, und vielleicht ist, wenn da jetzt Genre 5, also Genre mit ID 5 gemeint ist, dieses Genre bei einem anderen Spiel eine ganz andere Nummer. Deswegen müssen wir es so machen, dass hier nicht Genre gleich 5 steht, sondern beispielsweise Genre gleich Action. Also, dass wir von dieser ID wegkommen. Und diesen ID-Call, den können wir auch komplett schenken. Den brauchen wir auch nicht. Und da müssen wir dann jetzt die Funktion. Wahrscheinlich werde ich es tatsächlich einfach so machen, dass ich die Do Other Export Things Methode recycle und das quasi da drin mache. Oder ich teile das auf. Ich mache eine Funktion, die beim Export die Bilder oder die, wäre doch eigentlich die Bilder processed. Und eine, die Export Map. Ah, da habe ich tatsächlich, glaube ich, sogar schon eine Funktion. Ich glaube, die heißt Get Changed Export Map, oder? Ja, tatsächlich. Dann habe ich tatsächlich schon so eine Funktion. Dann kann ich die einfach recyceln und wiederverwenden. Die macht ja eigentlich genau das, was ich will. Und die wird schon von den anderen Mods geerbt. Das heißt, da muss ich mir dann nicht irgendwas selber zusammenschustern, neu, sondern ich kann das benutzen. Also mein Ruby on Rails macht alles mit, alle mit YML. Ich muss tatsächlich sagen, YML kenne ich tatsächlich nicht so. Ja, ey, XML ist total komisch und eher als Markup-Language gekennzeichnet und YML ist, was man bekommen würde, wenn Python und JSON ein Kind bekommen würden. Okay, jetzt mache ich dich nicht mehr. Was? Ja, aber weiß ich selber, Mütze. Jeder Ruby-Programmierer kann Magic und nicht, was? Und nicht kann es lesen, wenn man kein Ruby kann. Gesundheit, was? ja, okay. Ich glaube, dann kann ich tatsächlich hier sagen, Get changed export map. So. Ja, okay. Too fast. ja. wenn jetzt die changed export map noch richtig funktioniert, müssten wir gleich, wenn wir die Datei noch mal öffnen, hier statt Genre gleich 5 sehen, Genre gleich, keine Ahnung, Genre mit Nummer 5 als Name. Testen wir das mal. Aber ich programmiere auch in Java. Ja, dann. Wobei Java jetzt auch nicht die Lieblingssprache von Mützchen ist. Aber er hat darin immerhin schon mal was gemacht. Ne? Auch das noch. Aber er ist wenigstens hier und gibt sich diesen Java-Quatsch. Also, so schlimm ist es vielleicht nicht. Oder er ist einfach ein bisschen masochistisch und mag es, Schmerzen zu erleiden und Leuten bei Java zuzugucken. So, ja, schaut mal. Es klappt tatsächlich. Oh Gott, oh Gott. Ja, war es irgendwie unnötig. Rust ist das einzig Wahre. Ja, was most used programming language? Ja, das stimmt. Aber tatsächlich also Rust wird mittlerweile größer auf jeden Fall. So, also wie man jetzt hier sieht, Genre gleich Action, das funktioniert schon mal. Erstens, das ist leider Python. Zweitens, macht es das nicht besser. So, also, dann haben wir tatsächlich die Funktion Get ex Changed Export Map, die wir einfach recyceln können. Dann ist das schon mal gut. Aber was wir in der Map nicht brauchen, ist dieses ID-Ding. Das heißt, wir können sagen Map. Remove ID. In Caps, glaube ich. Wenn wir das jetzt ausführen, müssten wir in dieser Map nicht mehr ID stehen haben. So.
Gucken wir mal. Ja, ID fehlt. Sehr gut. Dann haben wir jetzt tatsächlich fast das Funktional. Aber jetzt fehlen dann noch die Pfade zu, beziehungsweise der Pfad zu dem Bild. Also ich kenne keine Firma, die keine Java-Anwendung benutzt. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Ist das leider. Erstens ist das leider Python 2. Was? Was? Erstens ist Python ist die most used programming lang. Ich hole mir mal gerade ganz kurz nochmal neues Wasser. Ich sehe schon, hier entflammt gerade ein ganz kleiner Krieg. Und ich glaube, gerade hat noch jemand gefolgt, oder? Alexander Schmidt 70, Dankeschön. Ja, siehst du, was der Markt sagt, möchte der Markt. Uiuiui, also der Krieg hier, uiuiui. Ja, also dann haben wir jetzt die ID da rausgenommen. Und das mit der Map zum Replacen, das funktioniert auch. Ich sehe auch keinen Weg, wie man das irgendwie generalisieren kann. Deswegen würde ich das wahrscheinlich mit der Map weitermachen. Dann dieses Pick-Ding können wir auch rausnehmen, das brauchen wir auch nicht. Wobei, das gehört dann in Get Changed Export Map. Bei dem Publisher und das müssen wir dann wann anders machen. Das ist jetzt nicht generell. Das lassen wir. Nicht, dass wir da jetzt das Funktionierende, was wir jetzt noch nicht umgeändert haben, zerlegen. So, okay. Und dann würde ich vielleicht jetzt tatsächlich nee, Alexander, tut mir leid. Wenn selbst Mützchen kein Mod ist, dann muss das was heißen. ja, also nee, sorry. Wo war das? Wo war das denn jetzt? Ja, war durchgestrichen. Sehr schön, dass in einem Java-Stream zu spammen. Wo war denn jetzt dieses Do Other Export Things? Hä? Nope, sorry, Alexander. Da, nee. Nee. Was war ich jetzt? Genau, ich habe diesen Call gesucht. Jetzt suche ich hier ewig in der Datei rum. So. Wie viel sind 600 Sekunden? 10 Minuten, oder? Ah. Vielleicht hätte ich mit einer Minute anfangen sollen. Naja. Geht in OBS nicht so leicht. Da drückt man einfach auf 600 Sekunden und fertig. Natürlich hätte ich den Command eingeben können, aber. Der Typ geht in jeden Stream und fragt nach Mod Lost. Ja, das. Glaube ich auch. Also, ich meine, die Frage ist natürlich, wenn ich in einen anderen Stream reingehe und direkt frage, ob ich Mod werden darf. Erstens, warum sollte ich das fragen? Wer denkt denn, dass man direkt Mod wird? Und ich als Streamer, warum sollte ich irgendeine zufällige Person einfach Mod machen? Also, naja. Das war jetzt tatsächlich der erste, in Anführungszeichen, Vorfall. Seit bestimmt einem halben Jahr oder so. Naja,
sei es drum. Ja, genau. Ich denke, dass ich Do Other Export Things in, wollen wir das denn eigentlich? Ist das im Simple, im Base Mod? Nee. Ha. Okay, das hier. Ich denke, dass ich tatsächlich das Do Other Export Things mit Export Images ersetze. Weil, wie wir das ja gerade gemerkt haben, wir haben schon eine Funktion, die die Export Map ersetzt oder umändert. Und das fällt ja dann aus Do Other Export Things raus. Und das einzig andere, der Funktionname Do Other Export Things, ist wirklich sehr schlecht gewählt. Psst, Mützchen, Mann. Ja, I know. Wenn du böse bist, Mützchen, dann schicke ich dir einen Screenshot von vor 4 Jahren von meinen Java-Sachen. Da du ja Rumi flammst, müssen wir uns einigen lassen. Ne, was? Lass MATLAB machen. Wat MATLAB? Ich habe tatsächlich sogar. Das kann ich jetzt vielleicht noch mal erzählen. Oh Gott. Ich habe in der Hochschule, bei der ich war, beziehungsweise eigentlich bin ich da aktuell noch. Also ich habe 2 Semester Maschinenbau studiert letztes Jahr, beziehungsweise also letztes Sommersemester und letztes Wintersemester. Und ich werde jetzt aber wechseln. Und da haben wir tatsächlich in einem Kurs MATLAB benutzt. Und ich hatte auch ein Modul C im ersten Semester. Das war eigentlich ziemlich cool. Das war tatsächlich auch das einzige Fach, in dem ich die Prüfung mitgeschrieben habe. So, also Do Other Export Things ist deprecated. Also ich programmiere in fast jedem Modul. Cool, ja. Was studierst du denn, wenn ich fragen darf? Bestimmt Informatik oder so. Use. Warum ist denn das jetzt hier ausgegraut? Wird das nicht benutzt? Also. Use. Public Void. Ist das Void? Angewandte Informatik. Oh, das hört sich interessant an. In welchem Semester bist du? Ich werde jetzt dann mit Cybersecurity anfangen. Nächstes Semester. Und was ich tatsächlich noch gar nicht erzählt habe. Ich wurde jetzt an der Uni, zu der ich wollte, da wurde ich jetzt zugelassen. Beziehungsweise ich habe ein, wie heißt denn das? Eine Bestätigung, dass ich da einen Platz habe. So heißt das so? Wie heißt denn das? Mal gerade ganz kurz nachgucken. Ich will jetzt diesen Namen wissen. Zulassung. Haha, Zulassung heißt das. Genau, das freut mich mega. Dann gucke ich jetzt. Also ich habe 2 Optionen, wo ich hingehe. Oh Gott, da wirst du zu Java gezwungen. Nee, bei der Uni, zu der ich will, tatsächlich nicht. Aber an der FH, die meine 2. Option ist, da hätte ich 2 Semester Java. Oder meinst du, achso. Export Images. So, und dann brauche ich hier auch wieder den Path. Den nenne ich dann wieder hier. Wo hatte ich denn das? War das beim Base Mod? Assets Folder, genau. Jetzt wieder hier rumsuchen. So. So.
So. Cybersicherheit und dann Java. Ja, das ist eine richtig gute Idee, ne? Also, ich sehe da nichts falsch. Von Programmierung 1 bis 3, ja. Sonst hatten wir C, C++, Ruby, MATLAB. Boah, C fand ich eigentlich ziemlich interessant das eine Semester. Aber, boah. C und C++ ist gut, aber die anderen, ich muss mich da raushalten. Also MATLAB habe ich tatsächlich nicht wirklich verstanden, als ich es hatte. Und Ruby sagt mir wirklich nichts. Deswegen halte ich mich da mal aus der Diskussion raus. News at link abstract advanced mod export images and at link abstract advanced mod get changed export map. So. Ja, Lost C++ Maker Controller Programmierung. Das ist I. Moa Microcontroller. Yay. Nö, das ist gut. Boah, ihr seid echt auf einer Wellenlänge. Das muss man echt mal sagen. Ah, finde ich schön. So, Export Images. Assets Folder. Und dann wäre wahrscheinlich der Name noch gut. String Name. Fehlermeinung. So, exports all image files that are that belong to the mod, the mod name for which. Which the export, the mod name for which the image files should be exported. Und der Assets Folder, da kopiere ich mir einfach wieder das, was ich schon mal geschrieben habe. Hier. Das ist echt das Schönste. Immer hier schön Copy-Paste. The folder where the mod assets should be copied to. Das hier ist die goldene Regel. Oh Gott, ich weiß, was es ist. Oder ist das? Ach, ah, ich weiß, was es ist, tatsächlich. C finde ich angenehmer als C++. Ich muss ehrlich gesagt sagen, von C++ habe ich auch noch nicht so viel Ahnung. Ich habe einmal ein Hello World-Programm geschrieben, aber das war auch alles. Also, hier von C weiß ich nicht. C++ meine ich. C habe ich tatsächlich ein bisschen mehr Erfahrung. Wobei mich da irgendwie ein bisschen, auch wenn, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen traurig an, aber mich hat Malloc irgendwie voll verwirrt. Und das habe ich nie dann wirklich richtig gelernt zu benutzen. Aber ich denke, dass ich mir C auf jeden Fall auch noch mal irgendwann richtig anschaue. Weil C ja so eine richtig Low-Level-Sprache ist und es eigentlich schon gut ist, C zu können. Download more RAM! Sehr gut! Ganz schnell! Ich brauche mehr! Die Website ist wirklich gut. Die habe ich schon benutzt. Die hat funktioniert. Auf jeden Fall. Exports all image files that belong to the mod name for which the image files should be exported. Mod where the folder where the mod the, where the image file should be copied to. Okay. Dann jetzt hier? Nee. Hier. Nee. Where? Doch hier oben. Warum gibt es eigentlich keine Reaktion auf meinen schönen Link? Weil ich den schon kenne mit Zirn. Ich weiß, was das ist. Kannst du hier mal öffnen? Upsa. Habe ich jetzt gerade wen getimeoutet? Oder nee, ich glaube, ich habe nichts gelöscht. Ich klicke keine Links an, nur wenn ich in meiner VM bin. Du kennst das, ich hab's dir glaub. Nee, ich hab das auf.
Ich kann ja mal hier eben das Bild zeigen. Ja. Ja. Ist diese Programmiersprache gut? Ist die Programmiersprache interpretiert? Ja, nein, bla bla bla. Also, das ist quasi das Bild. Ja. Wo ist OBS? Help me, OBS? Ja, ich hab, wo, genau, wo ich es gesehen habe. Ich habe das bei dir auf Twitter, meine ich, gesehen. So, und dann sagen wir hier Export Images, Name und Assets Folder. Okay. Aha. Wobei, Java FX ist gut. Jetzt ist natürlich die Frage, eigentlich machen wir in dieser Funktion halt echt verdammt wenig. Da fragt sich, ob ich vielleicht das. Ja, nee, 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 nee. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich vielleicht das entkoppeln soll und das Export Images hier beim Sharing Manager auch aufrufen soll, aber. Wobei, das ist halt jetzt schon wieder so ein kleiner innerer Konflikt. Wenn ich jetzt sage, Export Mod. Und suggeriert das, ey, ich exportiere damit einen Mod. Weit so gut. Aber der Return Type ist das, womit der Mod dann eigentlich exportiert wird. Und in der Funktion wird aber auch das Bild exportiert. Also irgendwie gehört, passt das nicht wirklich zusammen. Aber es ist schon irgendwie so dann schön komplex. Und ich wüsste auch gerade nicht. Also natürlich könnte ich eine Funktion machen, Get Export Map, wo man dann die Map mitkriegt. Und dann Export Images. Und das eigentliche Exporten, das mache ich hier drin. Wahrscheinlich ist das sogar die bessere Idee, das zu machen, oder? Weil diese Export Mod-Funktion ja nur eine Map zurückgibt. Und den Mod ja nicht exportiert, abgesehen von den Bildern. Ich glaube, dass ich das tatsächlich so machen sollte, oder? Was sagt ihr? Sollte ich das Bild exportieren in der Export-Mod-Funktion lassen und das so lassen, wie es jetzt ist? Oder sollte ich die Export-Mod-Funktion in Get Export Map umbenennen, sodass man dadurch dann die Map be bekommt, ne? Und soll ich dann da noch eine eigene Funktion reinpacken? Beziehungsweise da dann die Export Mod, die Export Images Funktion aufrufen. Dann ist es mehr verständlich, oder? Weil es für mich irgendwie nicht viel Sinn ergibt, wenn die Export Mod Funktion den Mod eigentlich gar nicht exportiert, sondern nur die Map zurückgibt, mit welcher der Mod exportiert werden kann. Ergibt das Sinn? Ich hoffe schon. Glaubst du, mache ich's? Glaubst du, mache ich's? Ich glaube, das ist die richtige Idee. Und dann könnte man ja vielleicht das entkoppeln. Also man macht erst die Textdatei und danach exportiert man die ganzen Bilder. Wobei man dann natürlich wissen muss, wie die Bilder heißen. Das ist nämlich auch das Problem. Diese Export-Mod-Map. Die braucht den Namen der Bilder, beziehungsweise den Pfad zu den Bildern, damit das dann später wieder richtig importiert werden kann. Das heißt, eigentlich
müsste ich bei diesem Export Images Ding als Return Wert eine Map haben, die mir die Einträge zurückgibt, wie die Map, wie die Dateien heißen. Ich hoffe, wenn ich studiere, lernt man nicht mehr C und Java, sondern Zig und Rust. Sehen wir dann. Ich glaube, dann muss ich das tatsächlich so hier machen. Ich weiß es nicht. Es geht eher in Richtung Python. Haha, David Mütze aber, glaube ich, dann ganz schnell wegrennen. Hi übrigens, Schuh 83. Man kann ja mal hoffen, ja, Mützchen. Da kannst du echt Daumen drücken und ganz stark hoffen. Ja, also, ich bin echt hin und her gerissen. Eigentlich muss diese Export-Images-Funktion die Map-Keys oder die Map-Einträge return, wo die Bilddateien dann liegen. Aber eigentlich ist das der einzige Weg, den ich gerade sehe. Nur dann ist es, wie ich gesagt habe, dass es so ist, wenn man die Export-Mod-Funktion aufruft und die gar nicht den Mod exportiert, dann ist der Name von der Funktion eigentlich richtig dumm. Sonst muss ich wohl das Problem lösen, indem ich ein Python-Skript schreibe, das Rust installiert, das eigentliche Probleme in Rust kompiliert und ausführt. Ja. Kannst ja dann, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich finde Rust ist die beste Sprache, das sagt zumindest mein Bankkonto. Ja, Rust kann's bei Stream starten und spielen. Ja, Rust kann man tatsächlich auf Steam spielen. Ja, ich wie mache ich das denn jetzt? Ansonsten kann ich vielleicht tatsächlich das auch aufteilen. Also es gibt eine Funktion, die mir den... Oh, Wasser trinken, sehr gern. Also es gibt eine Funktion, die quasi die Export Map returnt, und dann gibt es eine Funktion. Ja, aber das ist doof. Also oh Mütze, ich glaube, das ist keine gute Idee. Pass auf, dass du nicht geköpft wirst. Oh, vor der Webseitenkrieg jetzt. Also die... Oder... Vielleicht habe ich gerade die Lösung gefunden. Aber dann muss ich natürlich darauf aufpassen, dass ich schlau bin. Und ich weiß nicht, ob ich in Zukunft schlau genug bin, um daran zu denken. Meine Idee wäre nämlich jetzt, dass wir haben ja die Funktion getChangedExportMap. Und dass ich vielleicht in dieser Funktion dann den Eintrag hinzufüge, wie die Bilddatei heißt.
Oh, eigentlich ist das voll schlau. Ja, weil. How can I help Microsoft support? ja, ich habe gerade die Lösung gefunden. Nämlich, wie kann ich Linux installieren? Pass auf, er hat tatsächlich Arch Linux installiert. Also, ich glaube, damit sollst du ihm nicht kommen. archlinux.org/download. Guarda. Immerhin ist es eine Linux-Distro, glaube ich, oder? Besser als Windows. ja, also zu meiner Fehlerbehebung. Immerhin ist es Arch, ne? Keine Ahnung, ich will mich da nicht einmischen. Mützchen, bitte hack jetzt nicht auf irgendwelchen Leuten rum. Das muss nicht sein. Bitte, bitte lass das. Ja, nicht billiger, sondern umsonst. Was? Ist Arch ist doch auch umsonst, oder? Oh, es geht da ab. Bitte, bitte seid lieb zueinander. Ansonsten, Mützchen, bitte, komm. Ich glaube, das habe ich schon mal so gesagt. Du kannst gerne einige Sachen dir denken, aber manche Sachen muss man nicht unbedingt schreiben. Ne? Also, manchmal kann man seine Meinung ganz gut für sich behalten. Aber vielleicht für manche umsonst. okay, was? also, kann ich jetzt mal mein Problem hier erklären, wofür ich die Lösung gefunden habe? Nämlich, bei Python schaffe ich das nicht. Ja, aber bei anderen Linux-Distros kannst du es vielleicht probieren, oder? Also, meine Idee ist nämlich, wir haben die Funktion getChangedExportMap und die werde ich in dem Publisher-Mod überschreiben. Das heißt, wenn ich das mache, kann ich einfach einen neuen Map-Key hinzufügen, der dann heißt Image. Einfach Image. Und der Pfad dahin, den kriege ich dann ganz einfach durch den Assets-Folder, den ich ja als Parameter angebe, und über den Mod-Namen. Das heißt, ich nenne die Datei in diesem Assets-Folder dann einfach Publisher-Mod unterstrich Modname Punkt PNG oder so. Und wenn ich das importiere, dann suche ich einfach nach genau diesem String. Beziehungsweise muss ich gar nicht, weil dieser String steht ja dann in der Map, die ich importiere. Und dann gucke ich einfach nach dem Map-Key Image für den Publisher. Und dadurch weiß ich dann, welches Bild ich importieren muss. Ja, voll schlau. Nichts läuft gut unter Windows. Dann installiere ich jetzt Ubuntu. Uiuiuiui. Das ist, aufpassen. Einfach aufpassen. Ja, also, dann muss ich mir aber ein To-Do schreiben in die Publisher-Mod-Dings, dass ich Export noch überschreibe. To-Do. Override Export Mod and nee, Override. Ach, das habe ich ja tatsächlich sogar schon exp ne, hier Dingst. Warte mal. Mein Lieblingseditor. So, was war ich jetzt am gucken? Genau, getChangedExportMap. Ja, genau. Und da muss ich jetzt hier getChangedExport. Habe ich das? getChangedExportMap, genau. Okay. Dann muss ich hier noch als To-Do dazu schreiben. Add Image. Path
True Map. So. Damit ich das nicht vergesse. Stimmt, bevor man eine ID benutzt, sollte dann lieber Vim. Genau. Das ist tatsächlich Mützes Onion 2, also kannst du ihn damit nicht triggern, falls du das probiert hast. Ach ja. Ah, Const gleich Need. Ja. Das liegt daran, dass das auch wieder so eine Sache ist, die ich mir nicht ausgedacht habe, sondern die, warte, die, wann war das? Hier, da. Neat. Ich meine, wenn du kleinlich sein willst, kannst du sagen, ich könnte da Neat reinschreiben und dann sagen, Need, also String.toUpperCase. Aber, nee. So machen wir das nicht. Static Final Key, String Key Need gleich Need. Nee, das wäre ja zu code-konform. Ach so. Jetzt sehe ich erst, was du hier meinst. Ja, egal. Vielleicht ändere ich das dann, wenn ich hier das umändere. Einfach jetzt, um zu triggern, lasse ich das mal drin. So, also da muss ich daran denken, das umzuändern. Das muss ich dann aber basically bei jedem Mod machen, deswegen kopiere ich mir das hier einfach mal hier rein. Hier. To do. Ja, verbraucht deinen Speicher, genau. So sieht das nämlich aus. To do at image check get changed export map method to verify that the image path is set. So. Interessierst dich für effiziente RAM-Nutzung und benutzt Java. get changed export map method to verify that the image path that override So, okay. Dann muss ich jetzt nur noch das Export Images, was ja, glaube ich, hier unten irgendwo steht. Ja. Und dann muss ich jetzt hier nur sagen add override export images. So. Und dann muss ich hier basically einfach nur das hier kopieren, oder? Und das kann weg. Ja, C++ macht den Speicher nicht performanter. Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Doch. Jetzt geht's hier wie im Kindergarten. Nein, doch, nein, doch. So, Ah. Hier ist natürlich jetzt das. Ach, dann kann ich jetzt eigentlich das direkt umändern, wie ich das haben will, wie dann das Icon genannt ist. Hier sage ich auf jeden Fall Assets Folder Punkt, Punkt Resolve. Ah, oh, komm, ihr könnt gerne da euch irgendwie jetzt privat schreiben, aber ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt hier im Stream-Chat unbedingt sein muss. Seid lieb zueinander. Punkt to file.
So, okay, und jetzt ist die Frage, wie nennen wir das? Wir nennen das. Oh, mir kommt gerade eine richtige gute Idee, genau. Eine richtig gute Idee. Nämlich glaube ich, dass es keine schlechte Idee ist, wenn wir eine Funktion schreiben, die uns einfach den Namen, die uns den Namen von der Image-Datei gibt. 10 Klassen C++ gleich 4 Klassen Java? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Java echt. Ach so, natürlich, ja. Auf jeden Fall. Und dann resolven wir einfach in Dateinamen. Ja, das hört sich eigentlich ziemlich gut an. Gleich eine Klasse Ruby. Von Ruby habe ich keine Ahnung, deswegen, I don't know. Oder du willst jetzt sagen, dass es am Ende viel mehr Klassen in Ruby gibt? Keine Ahnung. So, also, wobei ich weiß nicht, ob wir die Funktion wirklich machen können. Also zumindest den ersten Part könnte Salz. Also zumindest den ersten Teil könnte man in eine Funktion packen. Ich mach's erstmal so hier. Also, das heißt, das erste ist Mod. Get mod type. Hä? Warum kann ich get mod type nicht aufrufen? Extended doch hier, oder? Doch, das extendet den Abstract. Ich fühle mich gerade ein bisschen dumm. Und null Klassen Assembler. Ja, weil es in Assembler keine Klassen gibt. Ach so, get type war's. Ich bin dumm. Get type. Get type war. Punkt. Replace all Leerzeichen durch so plus keine Objekte, keine Performance-Probleme. also den Namen, dann den Namen vom Mod. Alter, mein Bauch. Hat man das gerade gehört? Wahrscheinlich schon. Und dann würde ich tatsächlich vielleicht noch sagen, Icon. Aber ist das. Ich meine, das Name kann natürlich alles sein. Und ich bin auch irgendwie nicht. Ich will irgendwie nicht sagen, Punkt, replace all. Das kann nämlich dann am Ende vielleicht zu Problemen führen. Dann ist der Dateiname halt nicht schön. Dann nehmen wir auch das hier raus. Wir können ja einfach mal gleich testen, wie das denn aussieht. So, dann haben wir das. Dann haben wir. Files. Create Directories. Assets Folder. Weißt du was, wir machen das einfach hier. So, vielleicht ändere ich das nochmal an. So, dann make dirs. So, dann das ist das zum Kopien. Ah.
Mist. Da brauche ich natürlich. Oh, das ist jetzt. Ja gut, dann muss ich das natürlich jetzt so machen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber naja, was meckert der hier? Na, dann adden wir die Exception. Ja, so, zack. Und dann hoffentlich merkt ihr. Nicht merkt ihr es? Und hier merkt er, dass das Return Value ignored ist. Wählst du eine Directory named by this app? Merkt ihr? Ja, wahrscheinlich existiert der Pfad eh schon. Ich meine, MacDirs macht halt auch das davor, deswegen ist das schon sicherer so. Genau, rekursiv, ja. Gibt halt True zurück, wenn es an. Ja, genau, ich bin auch am Überlegen, vielleicht sollte ich hier wirklich create Directories machen. Weil das eine Exception droht, wenn was fehlschlägt. Und ich weiß, dass du das nicht magst, aber ich mach's trotzdem. Ich catche die IO Exception und throw eine Mod Processing Exception. Einfach weil ich. Oh. Unten ist noch eine IO Exception. Ja, dann lohnt sich das ja richtig hier. Dann kopieren wir das da schön rein. Und dann passt das. Oh, mein Bauch, ich muss echt mal was essen. Deswegen mache ich auch gleich, wenn wir das hier fertig haben, für heute Ende. Weil ich habe echt Hunger und ja, dann schone ich mich noch ein bisschen. Ich bin ja ein bisschen erkältet und ja, aber würde bei einem PR nicht durchgehen. Aber ist ja, ich bin ja der Einzige, der hier dran arbeitet. Deswegen kontrolliere ich auch die Pull-Requests. Naja. Sind ja auch nur. Ja gut, 15 Uhr Mittagessen ist super, genau, ja. Dann mache ich das Grauen hier noch eben fertig. Und ich meine, immerhin übergeben wir hier ja die andere Exception. Und ich meine auch, dass das hier so okay ist, das zu machen. Also ich gucke gerade nochmal. Aber throw in catch. Wie nennt man das? Can you throw and catch? Ja, natürlich kann man das. How do you throw? Can we? Die Catch-or-Throw-Regel, genau. Ja, was sagt denn das Java-Handbuch? Oh, das ist ziemlich klein. Bei der Behandlung von Ausnahmen in Java gibt es die Grundregel Catch-or-Throw. Sie besagt, dass jede Ausnahme entweder behandelt oder weitergegeben werden muss. Wie man Ausnahmen behandelt, wurde anhand der Try-Catch-Anweisung in den vorigen Abschnitten erklärt. Sollte eine Ausnahme nicht behandelt, sondern weitergegeben werden, so kann dies einfach dadurch geschehen, dass eine geeignete Try-Catch-Anweisung nicht verwendet wird. In der Regel gibt es dann jedoch zumindest einen Fehler beim Übersetzen des Programms, den der Compiler erwartet, dass jede mögliche Ausnahme, die nicht behandelt, sondern weitergegeben wird, mit Hilfe der Throw-Klausel deklariert ist. Das wird an das Ende des Methodenkorbs, bla bla bla. Weitergabe. Auslösen. Da steht ja nicht das, oder? Ja, keine Ahnung, habe ich jetzt keinen Nerv drauf. Ja, wie nenne ich denn die Exception? Publisher Image File Files. Es heißt ja, dass ein Empfänger auch ein Sender ist. Publish Image Files. Publish Image Files could not
Die copied. Ist ja okay, wie gesagt. Ach, alles gut. Ich wollte nur noch mal sicher gehen. Ich habe nämlich dazu, wie man eigene Exceptions erstellt, da habe ich mir was durchgelesen. Und da hieß es, dass man unbedingt einen Parameter haben sollte, der die Exception, die man catcht, dann auch weitergibt. Sodass da dann steht, catcht sowieso, caused by sowieso. Und das ja quasi, würde ich sagen. Ich frage mich, ob man das noch weiterführen kann. Cost bei das und da, catch das und das, cost bei dem und dem, cost bei dem und dem, cost bei dem und dem. So, also theoretisch. Das hier können wir uns auch schenken. Hier können wir einfach sagen. So. Oder auch nicht. So. Und hier natürlich noch ein Leerzeichen. Und das hier ist jetzt never used. Aha! Wird immer durchgereicht. Ja. Was habe ich denn hier gemacht? Warte mal. Source und das hier ist Target. Das heißt, hier muss ich sagen, file.toPath. Vor allem, warum habe ich da geschrieben paths.get? Warum habe ich das so gemacht? Und warum habe ich da nicht einfach geschrieben .toPath? .toPath. Okay, also das hier ist ja Source Target, glaube ich. Source Target, genau. Also das hier wird dann kopiert und das ist so richtig. Genau. Also warte mal, Export Images. Und wo waren das jetzt? Hier oben, glaube ich. Export Images. Okay, also wenn wir jetzt das richtig gemacht haben, müssten wir gleich in dem Ordner da. Das sieht schon mal schlecht aus. ja, also wenn es funktioniert hätte, dann hätten wir da File already exists? Exception. Oh, hat keine. Okay, also es fehlt auf jeden Fall die Endung. Das sehe ich schon. Aber warum existiert das schon? Okay, also so sieht das dann zum Beispiel aus, by the way, wenn irgendetwas fehlschlägt, ne? Kann man wahrscheinlich leider nicht so gut erkennen. Aber ich kann es leider auch nicht größer machen. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass ich diesen Fehler jetzt nicht noch im Stream suche. Ich werde nämlich jetzt erstmal was essen. Und dann muss ich auch zu einem Termin. Deswegen mache ich an der Stelle jetzt Schluss. Aber es hat mir heute wieder sehr viel Spaß gemacht. Auch obwohl meine Stimme ein bisschen zerlegt ist. Ich hoffe, dass es beim nächsten Stream besser ist und ich nicht mehr erkältet bin. Aber wie gesagt, es geht ja bergauf. Und dann würde ich sagen, dass der nächste Stream wahrscheinlich Sonntagabend ist. Keine Ahnung, was wir da machen. Gucken wir mal. Mir hat es auch Spaß gemacht, mich über schlechte Sprachen aufzuregen. Ja, Mütze, passt da aber lieber auf. Vielleicht rutscht mein Finger irgendwann mal aus Versehen auf den Timeout. ja, ich meine, man sollte vielleicht ein bisschen netter zueinander sein. Ich weiß, dass du gerne sehr direkt bist. und ja. Dann programmiere ich wahrscheinlich nachher noch ein bisschen so weiter. Vielleicht gibt's nächsten Freitag, genau.
Nee, Sonntag. Vielleicht gibt es nächsten Sonntag wieder einen Programmierstream, da schauen wir mal. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und warte mal, wir müssen noch gucken, ob wir ihn raiden können. Ups, Moment, wir schauen noch gerade ganz kurz, ob es wen, ne, das war ich, ob es wen gibt, den wir mal eben raiden wollen. Science and Technology, schauen wir mal, ob wir da wen finden. Wir könnten nexthub.te, genau, DE raiden. Er hatte uns ja vor 2 Wochen, war das, glaube ich, auch geradet. Da freut er sich bestimmt, oder? Also ich meine, der hat deutlich mehr Zuschauer als wir, aber ich meine, ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das machen wir mal. Also, slash. Also, und er redesignt gerade irgendwie so einen Online-Shop. Slash raid nexthub.de. So, mal gucken, ob der sich an uns noch erinnert. Ja, also dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Ich hoffe, dass sich einige Leute nicht zu sehr auf den Schlips getreten gefühlt haben. Und seid schön lieb. Um an den Webentwickler, das schaue ich nicht. Ja, musst du ja auch nicht. Alles gut, Mützchen. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Stream. Bye bye. Das war der falsche Knopf. Ah, Upsi, Entschuldigung. Ja, dann sehen wir halt nochmal das Intro und dann ist gleich. Ah, Mann, bin ich ein Dumbusschen. Na gut, okay. Also dann gucken wir das Intro und danach bin ich weg. Auch witzig. Ja. Du wolltest den neuen Zuschauern doch nur dein geiles Intro zeigen. Genau. Das ist der Grund. Ja. Also, dann. Hallo? Ja. Dann bin ich jetzt wirklich weg. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Stream. Bye bye. Ah, Keckweh. Tschüss.